Herzlich willkommen! Elite. Direkt vom Business Center zum Beanstalk. Heute wieder mal mit Simon. Hallo. Daniel Budimann, Geschäftsführer von Deine Mutter. Nils Bohmhoff, Erfinder von Bumsen Jetzt. Bumsen Jetzt. Und Etienne Gade, Entrepreneur. Wer ist die Website noch? Von Book. The Book. Von The Book. Ja, und wir. Ey, das war geil gerade. Wir hatten eigentlich geplant, noch hier sein zu müssen, weil wir dachten, Reichtum ist just around the corner. Stellt sich raus, Frank Thiel ist ein Geizhals. Schon wieder. Wollt uns überhaupt kein Geld geben. Nee. Wollt uns gar nicht reich machen. Ist ein bisschen komisch. Lügt Fernsehen? Möglich. Offensichtlich, das ist alles nur Fassade. Möglich. Aber nicht der Beanstalk, denn der Beanstalk sagt immer die Wahrheit. Deshalb spielen wir heute Sniper Elite 3. Stimmt soweit. Sehr richtig, das Horn. Wir sind ein bisschen ausgelaugt, bin ich. Ich auch, aber das liegt hauptsächlich an den Treppen hier. Kann man die noch essen? Ich habe da eine ganz einfache Meinung zu solchen Themen. In dem Moment, wo man sich fragt, ob man es auch essen kann, esse ich es nicht. Was ist das? Also kann der Chat mir mal beantworten, was das hier für ein Silberflöz ist? Ein Silberflöz. Kann man das noch essen, ja, ne? Das ist eine Narbe einfach nur. Das ist runtergefallen. Hat sich dabei die Schale wehgetan und das ist. Nach außen ist es einfach ein bisschen schroff, innen drin ist es verschimmelt. Wer ist die jetzt? Wer hat die hier liegen lassen? Wenn wir mal annehmen, dass wir Sniper Elite spielen. Mhm. Dann gibt es ja verschiedene Spielmodi. Letztes Mal haben wir jeder gegen jeden gespielt. Das war zwar spannend, aber auch unspektakulär. Wir haben Team Deathmatch gespielt, also 2 gegen 2. Das war ähnlich. Und wir haben Horde-Modus quasi, wir gegen den Computer gespielt. Das war ein bisschen. Nee, danke. Ich fand das ein bisschen lame, aber es gibt hier noch diverse andere Modi. Ich lese euch mal vor, was es so gibt. Ich weiß aber nicht, was das alles bedeutet. Also, es gibt natürlich Deathmatch. Soll Nils die essen? Zu spät. Es gibt Team König der Entfernung. Ja, das heißt, wer den weitesten Kill hat, ne? Ja, wahrscheinlich. Möglich, ja. Also ist das Gleiche wie Team Deathmatch wahrscheinlich noch schwieriger. Dann haben wir kein Überqueren. Ich könnte mir vorstellen, ja, das finde ich gut. Dass du irgendwie versuchen musst über irgendeine imaginäre Grenze. Ach, du weißt es. Ja, also ich kann dir aus dem Grund gerade angucken. Hier steht Team Deathmatch mal an, dass die Teams sind durch ein unpassierbares Niemandsland getrennt. Also wirklich Snipey. Das ist einfach Snipey Snipensen. Snipey Face. Sind wir Kumpels oder sind wir verfeindet? Wir könnten natürlich auch zu viert online versuchen gegen andere. Es gibt auch noch Capture the Flag. Dann machen sie Pete Smith anrufen, ob sie spontan mit uns. Und Sniper Eliminierung. Das weiß ich auch nicht genau, was das ist. Eliminierung. Ihr gewinnt eine Runde, indem ihr das gegnerische Team ausschaltet. Töte einen Feind, um ein totes Teammitglied wiederzubeleben. Das glaube ich zu viert wahrscheinlich nicht so. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall mal überqueren probieren. Und die Idee von Budi. Finde ich ganz gut. Dass wir gleich mal auf einen Server gehen, der irgendwie leer ist. Und dann sagen, welcher es ist. Und dann könnt ihr irgendwie mit draufkommen. Bin ich dabei. Spiel ich mit. Mann. Okay. Also machen wir erstmal dieses Kein Überqueren. Checken das mal aus. Ich habe hier eine Map ausgewählt. Festung, Voreinstellung. Nichts als Scharfschütze. Run and Gun? Nee. Kopfjäger angepasst. Alter. Okay, ich lasse einfach normal. Spielname ist wieder mal RBTV. Privates Spiel erstellen. Ich lade euch alle ein, weil ihr meine Freunde seid. Ladet uns mal ein. Alle meine Freunde lade ich ein. Ich habe übrigens am Freitag Geburtstag. Da lade ich euch nicht ein. Vielleicht können wir auch einfach. Ich habe nur nichts von da abbekommen. Wer weiß, vielleicht hat ja irgendwer von euch draußen aus Sniper Elite 3, 4. Und ihr könnt einfach mitjoinen, weil das Spiel ist jetzt vielleicht. Nee, das ist ja. Budi, ich weiß, du machst das noch nicht so lange mit Computerspielen, aber das ist ein lokal. Ach, ist local. Das ist ein lokales Spiel, ist kein dedicated Server. Nicht im Internet. Ist nicht online jetzt. Du kannst einfach auf Shift-Tab gehen und beitreten. Ja, auch ich habe schon mal ein Steam. Wenn ihr dann bereit seid. Wir haben übrigens noch unsere Spielstände vom letzten Mal, was ganz gut ist, weil ich bin nämlich schon Level 4. Budi ist Level 5. Was nicht zu erklären ist. Ist nicht zu erklären. So, ich sehe gerade, es sind es mit Teams, also müsste Budi rübergehen zu Simon. Ups. Ach stimmt, wir spielen ja gegeneinander. Na gut. Das wäre so sehr nett von dir. Da bin ich gespannt. Wir müssen also krass, einfach nur krass snipern. Ich glaube, wir müssen krass snipern. Ich glaube, wir müssen einfach krass snipern, ja. Okay. Geht's los hier. Mach ich mal bereit. Bin gespannt. Da bin ich dabei. Alle mal ready machen. Soll das ein Penis sein, Nils? Ja, es sollte tatsächlich ein Penis sein. Aber der ist nicht so gut geworden.
Lassen Spiel. Bereiter. Lassen Spiel. Alle bereit? Ui, oh, ui, ui, das wird spannend. Das war ein langer Tag, wa? Ach so, jetzt spielen wir beide gegen die Karpaiken hier aus schon wieder. Also, ich glaube schon, also ja. Wir beide spielen schon wieder gegen Buddy. Merkst du, ne? Brauchst nicht drauf eingehen. Einfach nicht drauf eingehen. Also nicht überqueren, kein Überqueren. Was bedeutet das denn jetzt? Das weiß niemand. Oh, das ist Third Person. War das letztes Mal auch schon Third Person? Ja. Ey, ganz ehrlich, ich versteh's noch nicht. Ach so, ja, man kann hier nicht über den Fluss offensichtlich. Ja, wir müssen einfach sehr, sehr... Ja, wollt ihr mich verarschen? Ihr seid in der Festung und wir sind unten am Wasser, oder was? Das ist ja wohl... Ah, Witz. Sie sind unten am Wasser, Buddy, Sie sind unten am Wasser. Könnt ihr bitte hier irgendwie das Ding ausmachen, damit Eddie und Nils nicht sehen? Das wäre nett. Ey, wir wollen euch gar nicht sehen. Das machen die ganz gerne. Danke. Ihr haltet uns wohl für Schurken. Wie kann man nochmal einatmen? Leertaste war das, oder? Lunge leeren. Das ist unmöglich. Ja. Alter, seid ihr weit weg. Woher weißt du das? Ja, weil wir euch doch ja, schon die andere ganze Seite Zeit gesehen haben. Das ist einfach eine ewig lange Map, ey. Unpassierbares Niemandsland. Das unpassierbare Niemandsland. Und schon sind wir wieder still. Hast du schon geschossen? Nein, das war der Schurke. Der Feind. Ja, nenn ihn doch ruhig Schurke. Oh, wo hast du es irgendwie geortet? Gab es irgendwo eine Verortung? Du? Ich habe nichts, ich habe es gehört, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie diese Map hier funktioniert. Was dörte nicht hörte. Das ist echt ein Problem. Wir wissen natürlich hier gar nicht, wo ihr überhaupt sein könntet. Also wir sind auf jeden Fall nicht am Fluss. Nicht mehr. Irgendwer schießt, aber mir ist gänzlich unbekannt, wer. Also ich weiß nicht. Ey, ballert doch einer rum wie so ein Lurch. Buddy, schießt du? Mhm. Buddy ist schon wieder konzentriert. Auf ein Ziel? Mhm. Okay, gut. Aber kannst du das nicht für mich markieren oder so? Vielleicht kann der Chat nicht. Mal... Nee, leider nicht. Also tatsächlich, ich hab eine netterweise irgendwer in die Comments geschrieben, wie das mit der Entfernung funktioniert, etc. Also wie das... Echt? Und sagst du's? Nö, ich hab's gerade herausprobiert und ich habe nicht einen Schuss getroffen, sonst hättet ihr das gespürt. Auf wen hast du denn geschossen? Auf ein Fass. Also, über Q und E könnt ihr ja die Reichweite erstellen, sozusagen. Hättest du Fass getroffen, oder? Hm? Finde ich gut. Finde ich lustig. Also ihr könnt die Reichweiteneinstellung einsetzen. Sobald ihr auf 500 Meter geht, seid ihr sozusagen im Zielfadenkreuz in der Mitte. Dazu müsste ich aber versuchen herauszufinden, wie weit 500 Meter sind. Ich wollte gerade sagen, das müsste man ja schätzen. Genau, und das habe ich gerade versucht. Ja. Das habe ich gerade versucht. Und hey Eddie, gibst du mir mal Rückendeckung? Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich renne da jetzt rein. Du kannst nicht ins Wasser. Buddy, jetzt müssen wir aufpassen. Ich will die einfach jetzt alle vernichten. Keinen Bock mehr auf die Scheiße. Bumsen jetzt? Kaboomsen jetzt, mein Freund. Ich liege hier wirklich nicht so geil, Leute. Ihr habt das ist richtig, was der Chat sagt. Oh, okay, wo, Sie wissen, wo ich bin. Ja, wo, im Bunker, bei im Bunker. In welchem? Ja, in dem Grundbunker. Oder irgendwo da. Bam! Wo? Zeig doch mal. Ja, im Bunker! Es gibt da mehr als einen. Im mittleren Fenster da. Eines in meinem Bunker. Aber ich habe nicht gefrackt, aber ich habe ihn voll getroffen. Das gibt's. Ach, doch das war nicht mal ein Streifschuss. Komm, zeig dich. Guck doch raus. Mhm. Hätte ich einfach schnell gerafft, wie man... Ja, hätte Fahrrad. Ja, aber da hätte ich dich schon erwischt. Ich hatte einen Freischuss. Schade. Mhm. Wow, wir haben es wirklich geschafft, einen noch langweiligeren Modus zu finden. Ja! Ey, weißt du was? Aber es ist doch irgendwie auch spannend. Ja, ist okay. Ich find's auch. Wir müssen das ja nicht auf. Endlos spielen. Wir machen es folgendermaßen, Eddie, aber die anderen dürfen es nicht hören. Du achtest aufs Mündungsfeuer. Ich gebe mich preis, die schießen auf mich. Du musst darauf achten, von wo die Kugel kommt. Und dann wissen sie nicht, wo du bist. Aber wir wissen, wo sie sind. Verstehst du, ich opfer mich. Wieso höre ich dich eigentlich nicht über das Intercom? Red mal aber noch mal. 1, 2, 3. Bist du bereit? Ich hab's, jetzt höre ich dich. Ich hab's ehrlich gesagt nicht kapiert. Ich will mich opfern. Oder ich komme gar nicht rüber, ne? Man kann nur hier so... Nee, man kann nicht rüber, deshalb heißt ja nicht überqueren. Mm. Ich finde, das ist gut beschrieben. Aber es ist halt mega unfair, dass die da oben im Bunker stehen, Buddy? Und wir hier... Mhm.
unten. Mach du mal das hier, ja? Mach mal hier und Leertaste und dann benutzt die Dinge. Mhm. Siehst du das? Mhm. Alles klar, was danke. Ist das? Okay. Was ist mit Leertaste? Benutzt das, mach das auch, Simon, Nils. Mach das auch. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Alles, was ich. Wow. Sauer. Digga. Finde gut. Okay, also du liegst hier. Hast du das vorher gesehen? Sag ich nicht. Kontakt? Es ist lame. Es ist keine Bewegung drin. Es ist lame. Okay, danke. Danke. Ich glaube, die haben mich im Kreuzfeuer. Ah, oh, ich hab ihn noch wieder getroffen, Alter. Okay. Also nicht getroffen, aber mir wehgetan. Ey, ich habe jetzt schon zweimal eigentlich in die Fresse geschossen und trotzdem. Ey, zeig mir das einfach mal bei mir auf dem Monitor. Ja, wie denn? Also, naja, man sieht's gerade nicht. Hier, guck doch bei mir. Mach mal Zoom weg. Da aber, ist er, oder was? Naja, da war er. Mhm. Na, vermutlich ist er jetzt nicht mehr. Oh, von ganz links, correct. Von außen. Mehr da. Da ist ein ganz schlechter Schütze irgendwo westlich. Zum Kotzen, ey. Ich hab's versucht, aber hatte einen clear shot auf den Kopf. Nicht getroffen, Alter. Schade. Rennt weg. Udi ist offensichtlich sehr schlecht in diesem Spiel. Ohne Simon wird da drüben gar nichts gehen. Ja, ich weiß, wo sie sind. Ja. Hier, da. Ja. Siehst du das ja. hier? Ja. Ah, klar. Auffällig wie ein Elefant. Sag mal, irgendwie, mir gefällt das nicht. Das ist mir zu lame. Das ist ja echt nur Glück, ob man jemanden spottet oder nicht. Sniper-Elite, Alter. Das ist auch so ein bisschen, wie man sich spottet, so liegt. Ja, aber ich lege mich doch jetzt nicht hier 10 Minuten, das habe ich letztes Mal schon gemacht und war mega lame. Ich lege mich doch jetzt hier nicht 20 Minuten irgendwo hin, in der Hoffnung, dass ich euch zuerst sehe. Nils wird zickig, merkst du das? Das ist immer ganz gut. Ja. Dann spielt er nicht so gut. Und der Ede ist ja eh schlecht. Ja, und? Das müsst ihr ihm nicht immer nur die Nase rein. Was? Ja, wir können ja auch gerne einen anderen Modus spielen, oder was wollt ihr? Also, ich bin da auch flexibel. Ich finde, wir haben ja gezeigt, so ein bisschen, wie es aussieht, ne? Er ist tot. Wer ist tot? Buddy? Nope. Ja? Shit. Nope, das hab ich gesehen. Hau ab! Nope. Das ist schon mal gut. Ich versuche ein bisschen gegen zu feuern. Der Budi kackt sich gerade in die Hosen. Oh, ich habe irgendwas getroffen. Ja, ich hab's gesehen. Du weißt, wo sie sind, ne? Nein, weiß ich hast nicht. Gesehen? Ich hab's gesehen. Ich hab den Blut gesehen. Ich hab ihn getroffen, ne? Ja, du hast ihn getroffen. Aber ja, ich hab ihn getroffen. Wo? Willst du mir zeigen, wo? Ja. Da, beide. Ah, okay, ja. Hier, guck. Ah, okay, ja, ich sehe es. Ey, ich sehe ihn nicht mehr. Hast du ihn im Auge da? Nee. Ist weggerobbt. Echt? Eige Sau. Kriegt man seinen Health zurück eigentlich? Ihr habt Health Packs, zwei mit Stück, F, glaube ich. Ja, mit F kannst du durchschalten auf 3 oder 4 oder 5. Müsst ihr durchschaffeln, weiß ich gerade nicht, im Kopf. Naja, also im Prinzip steht es jetzt 1-1. Naja, würde ich jetzt nicht so sagen. Ich hatte alles und du ließt mich spüren, ich war kein Kind mehr. Ach. Ja, das ist halt kein Spiel, wo man viele Fracks macht, sondern da kann schon der eine Schuss der entscheidende sein. Aber es hat schon einen gewissen Reiz. Ich finde es super. Also ich weiß gar nicht, wie ihr habt. Das eigentlich schon Spaß, muss ich sagen. Ja, ist vielleicht nicht perfekt zum Zuschauen, aber. Ja, das hat uns ja noch nie interessiert. Hier, siehst du ihn? Guck mal hier. Da siehst du das. Ja. Granate. Oder so. Oh, er hat mich. Ich wollte noch wegrobben. Guck. Nice, Simon. Ja. So, jetzt wissen sie, wo ich bin. Jetzt muss ich erstmal weg. Beziehungsweise. Vielleicht kannst du sie jetzt erstmal ablenken oder so. Ich habe keine Sicht.
Schuld, what the fuck? Halbzeit. Voll erschrocken, ey. Sauber, Kretschmann. Mega die Anspannung, wenn man das richtig so. Ich find's gut. Ja. Ja. Ich glaube, Ede. Ja. Ede geht's noch gut. Ja, ja, alles gut. shit, oh, okay, ich verstehe. Jetzt sind wir in eurem. Eurem Schmeurem. Ey, das macht mit richtig vielen Leuten bestimmt auch irgendwie einen Bock, weil dann stirbt man schneller. Noch mehr Leuten, ja. Können wir da nicht einen Community-Server machen oder so? Viel, auf jeden Fall auch gerne mal gegen die Community kämpfen. Können wir doch gleich machen, Leute. Es ist so wenig Action, ich werde ungeduldig. Und das ist mein Tod. Ey, war sehr gut mit den Pitches gerade bei NDR. Ja, das ist gleich, lässt sich leicht sagen, wenn man gewonnen hat. Ja, nee, das war echt lustig. Also ich war echt auch ein bisschen nervös davor, absurderweise. Fand ich gut. Spaß gemacht. Also ich ja gar nicht. Nee! Aber hättest schon noch mal deinen Co-Erfinder von dieser schönen Idee vorstellen können, ne? Meine Mutter oder was? Ich geb's auf. Alles Perlen vor die Säue hier. Hab ich ey, du kannst auch mal, finde ich, ist doch gut, eine von deinen vielen Ideen einfach abgeben. Erstmal war die Idee. Nein, von alles dir. Bisschen habe ich aber auch, ich saß im selben Raum zum Beispiel, als du sie hattest. Die Idee, dass es ein Restaurant mit Muttergerichten gibt, die würde ich sagen, hatten wir alle mal zu irgendeinem Zeitpunkt. Es geht ja nicht um die Idee, sondern es geht ums Umsetzen. Ja, du hast offensichtlich Herr Thelen nicht zugehört. Ach, Leute. Oh, oh. Glaubst du, die wissen, wo wir sind? Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen. Da. Echt? Da? Da. Ja. Gesehen? Ja, ich habe keinen Blickkontakt dort. Warum? Töte ihn doch mal. Ich verstehe nicht, warum du ihn nicht tötest. Ich habe ihn doch gespottet. Da muss doch mal der Tod jetzt drin sein. Da muss der Tod kommen. Wer den Tod will, der kann ihn haben. Du wirst beladen mit Narben, denn ich trete dich von hier bis nach Baden-Baden. Alter, das ist von Rödelheim Hartrein-Projekt. Exakt. Das war noch echte Kunst. Ah. Doch. Mal, ey, Buddy, hast du dich eigentlich getroffen? Yep. Ich treffe dich immer, ne? Buddy, schau mal kurz hier hin. Siehst du das hier? Weißt du, wo das ist? Ja. Yep. Dahinter. Okay. Danke. Danke, Anke. Oh, was mache ich hier? Das ist sehr gefährlich. Warum habe ich dich gerade nicht getroffen? Das weiß niemand, Simon. Ein Schuss bei mir. So schwer zu treffen. Holy shit! Jupp. Hast du ihn erwischt? Ich hab ihn erst an die Wand gehangen. Als wir sind über das Gelände gesprungen und dahin gehängt. Ach echt? Und dann hab ich einfach so abgeschossen. Oh Mann, oh Mann, wie ärgerlich. Das war ja lame, Buddy. Aber auch ein bisschen lustig, ey. Gibst du. Aber ich hab Simon dreimal oder so und da. Ich hab nicht getroffen. Okay. Oh oh, Eddie. Rotes Fass hast du gesehen, ne? Ja, hab ich gesehen, aber ich hab hier von Eddie. Hier kein Feld, ja. Leider. Dreh dich mal um. Weiter. Oh. Danke. Kein Problem. Wir sind ja ein Team. Ach, scheiße, wir sind ja direkt. Ja, ich sehe sie leider jetzt nicht mehr. Ärgerlich. Aber man kann mit den Fässern tatsächlich auch mal ganz gut üben, ne? Ja. So. Machst du das? Ja, ich versuche ein Fass zu treffen. Ich treff's halt nicht. Hm. Ach so, hier verändert man das? Ey, ich raff's nicht. Wo ist er denn? Hey, ich finde es. Haben die auf dich geschossen gerade? Ja, wahrscheinlich. Ich mache gerade Schusstraining. Bringt ja eh nichts, wenn ich jemanden sehe und ihn dann nicht treffe. Rudi, staub. Darf ich euch helfen? Alter, Nils! Nee, ich hab dich erwischt! Hammer!
Ja, ihr werdet ihn erwischt. Gut. Ich hab mich erschrocken. Ich hab gedacht, ja, ich wurde erwischt. Aber ich hab ihm ausgesehen, das war nicht mein Schädel, der explodiert ist. Das war Eddies Schädel. Du siehst das doch. Ich hab kurz gedacht, Nils hätte mich getroffen. Dann hab ich gedacht, ich hätte Nils getroffen. Dann hab ich Eddie getroffen, weißt du? Ich verstehe und finde es gut. Ich hab auf Fässer geschossen, um mein Fadenkreuz zu justieren. Deswegen macht man sowas nicht. Aber kann ich euch helfen mit dem Zielen vielleicht? Naja, offensichtlich treffe ich halt nicht. Also es ist so, ich habe es jetzt ja auch erst gelernt. Du zielst, bitte mich jetzt nicht killen, wenn ihr mich seht, ich will es nur demonstrieren. Du zielst, dann lässt du Leerstelle gedrückt und dann Leertaste gedrückt und dann siehst du dieses kleine Feld. Und das verengt sich immer mehr und du kannst es noch wechseln mit Q und E. Okay, jetzt habe ich es gerafft. Und da kannst du es ein bisschen anpassen. Sobald es rot wird, ist es natürlich perfekt. Ja, ich habe es jetzt, glaube ich, jetzt habe ich es gecheckt. So bin ich, ne? Nee, ich hab's ohne dich gecheckt. Nicht mal mehr das krieg ich. Das ist nix. Alles sinnlos. Weißt du, was wir machen können, Budi? Wir könnten auch mal die Fässer auf unserer Seite alle wegschießen. Ja, das vergiss nicht, dass du wenig Munition hast, ne? Also, obwohl es ja, gibt Munitionspacks, ne? Genau. Alter, bumm. Das war ich. Keine Sorge. Welche Taste war noch mal werfen bei mir? Muss er Mörser auswählen und dann F drücken auch. Es ist bei mir nicht F. Ach ja, Entschuldigung, ich vergaß. Ich empfinde dieses Spiel muss als zu wenig Action gleich. Da mache ich mir jetzt einen Spaß. Jetzt habe ich meinen Mauszeiger hier. Ui, 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 das ist so anstrengend teilweise. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Nein, Simon, Nils. Ich hab was Geiles gemacht. Okay. Ich teste hier noch. Geronimo! Zu spät. Simon tut so, als wenn er was Actiongeladenes machen würde. Hm. Budi hat einen Zweifach-Multiplikator? Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Ja, warum nicht, ne? Also ich bin. Ich bewege mich vielleicht deswegen. Ich auch. Mann, ey, ich sehe überhaupt nichts. Ich renne jetzt hier einfach mal ein paar Mal hin und her. Ist mir jetzt egal. Lalalalalala. Hey, ich muss okay, Versorgung. Wir sind in der Mitte. Ich bringe Versorgung an die Ostfront. Hier. Hm. Okay. Und zurück. Und zurück. Okay. Oh, da schießen sie auf mich. Hast du jemanden gesehen, oder was? Im Haupteingang. Okay. Läuft da rum. Da sind auch irgendwie, ich glaube, da sind auch Tonnen. Wahrscheinlich geht der jetzt hoch oder so. Hm. Das knallt aber, ne? Piff, paff. Jungs, ich mache hier, ich bewege mich viel, ich gebe euch die Chance. Oh, dass man immer diese Munitionspacks sieht und denkt, das ist ein. Wie lange geht das denn noch? Sehr lange. Ich finde, wir sollten ein Spiel machen, was eher für die Zuschauer ist. Mit ein bisschen mehr Action. Also, wir können ja mal die Regie im Chat nachgucken lassen, wie spannend es für die Zuschauer ist. Auf einer Skala von 1. Genau, wie spannend ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Von der Skala von 1. Nee, mach mal 10 Votes, 1 bis 10. Geht das überhaupt? Und dann können die nämlich wählen. 1 bis 5 gilt. Du hast mein Herz zerstört, sagt sich Blödefeld, nachdem ich ihn getroffen hab. Du hast mein Herz zerstört, das hat mir gehört. Ist der Meinung, mein Herz, nicht so spannend ist alles. Der Schmerz. Man liegt da irgendwo im Gebüsch die ganze Zeit. Nils, reagier doch mal, dass ich dich getötet habe. Bist du denn gar nicht sauer oder so? Nein, ich bin nicht sauer. Mir gefällt dieser Modus nicht. Das ist mir zu wenig Action. Die ganze Zeit rumliegen. Ich würde gerne einen anderen Modus spielen.
wo wir mehr Action haben. Ich würde zumindest gerne auf eure Seite kommen können, ey. Dass ich euch jagen kann. Oh, aber einfach, so ihr seid ja super safe da, ihr könnt euch irgendwo hinlegen. Ja, aber also, wir waren doch eben auf eurer Seite. Nein, ich habe beide Seiten sind super safe. Visier. Und in dem Moment, wo ich ihn, wo sein Kopf rausguckt, atmet er bei mir aus. Ich hatte ihn gerade. Das geht weg. Ja, so lächerlich. Aber ich habe dich gerade eben noch gesehen, Ede. Okay. Lass uns mal was anderes spielen, bitte. Meinetwegen auch ein Teamspiel, aber was Geileres mit mehr Action und geilem Rumgeballer. Alter, was, wo die auch mal killen? Ich kill schon normalerweise auf so taktische Sachen. Ja, aber das ist mir zu. Guck mal, normalerweise würde ich, wenn ich das taktisch spielen würde, wenn es um mein Leben ginge, würde ich mich irgendwo rumlegen und nichts machen und nur gucken. Ja, aber so machen die es doch auch. Ja, aber das ist doch für den Zuschauer mega lame. Weißt du doch gar nicht, vielleicht finde ich es mega spannend. Also die Zuschauer fanden gerade das Gegeneinander sehr, sehr spannend. Ich gucke auch mal gerade, wie es denn die Zuschauer fanden. Na gut, ich. Dann machen die Zuschauer, denen ist mir doch egal. Sollen sie halt nicht angucken. Dann sollen sie halt umschalten. Da, jetzt hier, wie spannend auf einer Skala von 1 bis 5. Das ist schon ziemlich deutlich. Aber was ist was? Wir haben nicht gesagt, was was ist, oder? Ja, 1 ist natürlich mega spannend. Ist 1 mega, okay, 1 ist mega spannend und 5 ist. Naja, 1 ist nicht so spannend und 5 also ist sehr jetzt? Spannend. Also gut, 5 ist sehr spannend. Ist 5 sehr spannend? Dann müssen wir den Vote aber neu starten. Also. wir kriegen nicht mal ein Vote hin. Also, wir machen das jetzt so. 5 ist mega spannend, 1 ist mega lame, ist doch klar. Ey, wie spannend ist das? 5, das klingt voll viel. 5 Sterne halt. Also, wie spannend ist das? 1? 5 Sterne. Klingt so, was eine 1? Es sind auch keine Schulnoten, weil Schulnoten geht 1 bis 6. Jetzt ist es mega spannend. Nee, 5 ist ja mega spannend. 1 ist mega lame. Nochmal, 1 ist mega lame. 5 ist mega spannend. Ich glaube auch. Wollen wir einfach statt spannend vielleicht Spaß? Wie viel Spaß macht euch dieses Spiel mit uns? Also ich. Alter. Ich würde mindestens nochmal ein 4er-Match spielen. Also 1 ist mega viel Spaß. Dödels. Und 5 ist mega wenig Spaß. Spielmodus ändern. Also bei Bumsen jetzt wäre es aber genau andersrum. Was haltet ihr davon, wenn wir Capture the Flag spielen? Dann muss man sich bewegen. Okay. Capture the Flag. Lass uns alles okay, Capture the Flag ist doch nice. Wir können doch ruhig nochmal Horde Kontrolle spielen. Kontrolle. Was halt ihr? Lieber Kontrolle oder lieber Capture the Flag? Also Vote fand es nicht so spannend. Wir können auch beides machen. Ja, wir können auch Pupkes reinmachen. Nein, das Spiel ist ja nicht schlecht, nur der Modus war lame. Lass uns Capture the Flag zum Beispiel ist doch ganz geil, da muss man Action machen. Ja, mach ich jetzt. Ah, ich würde auch gerne nochmal Pupkes spielen. Ich habe auch ewig nicht mehr Pupkes. Ich habe Pupkes sehr lange nicht Pupkes mehr gespielt. Lass mal Pupkes spielen. Ich will auch bei Pupkes dabei. Wir können doch einen Vote machen. Nee, lass uns, also wenn dann machen wir jetzt Pupkes. Ja, aber nein, lass doch mal eine letzte Runde fertig. Also, ich hier bin dafür, Control. Die Zuschauer mehr einzubeziehen. Ich finde das gut. Können wir denn nicht eine Runde machen mit den Zuschauern auf einem offenen Server, den wir nachher erst bekannt geben nach der Werbung? Und nach dem dann Spiel. Spielen wir vielleicht nochmal Pupke oder auch nicht. Ist ja egal, aber zumindest mal eine vierte Runde mit der Community. Wäre das denn noch Sinn? Ja, okay. Dann müssen wir einen Public Server joinen. Aber das geht aber hier, glaube ich, nicht. Es gibt keinen Server-Browser. Es gibt nur quasi obwohl Spiele durchsuchen. Doch, gibt es doch. Klar. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit diesen Videospielen. Warum bist du gemeint zu meinem ehemaligen Teamkamerad? Ja. Okay, wir machen kurz Werbung. Nach der Werbung gibt es einen Server. Falls ihr mitspielen wollt, Sniper Elite 4, könnt ihr das gleich nach der Werbung machen. Bis gleich. Fuck it, wir spielen Pupkes jetzt gleich. Der Chat hat uns überzeugt, ihr habt die Macht. Wir machen den Scheiß ja schließlich nicht für uns. das einzige Problem ist, dass wir jetzt kurz noch hier die Updates saugen, sind aber auch schon fast fertig. Und dann wird mal wieder Pupkes gezockt in der Konstellation, die es in der Form nie gab. Noch nie. Wir haben wirklich noch nie zu viel Pupkes gespielt. Nein, jetzt wirklich? Doch, haben wir. Doch. Nein, zu viel. Einmal, beim wenn Dienstag überhaupt. Mindestens einmal. Ein einziges Mal, wenn überhaupt. Bestimmt, also, als es frisch war, haben wir das doch dauernd, haben wir es jeden Tag gespielt. Ja. Du hast sowieso jeden Abend gespielt. Ich hab echt 152. Ja, da hatte ich Knie und ich habe 152 Stunden gespielt, sagt Steam. Und dann kam Destiny 2 und ich habe halt gedacht, ja komm, guck ich mal rein. Und das war wirklich mit Anmachen und Destiny 2 habe ich nicht eine fucking Runde Battlegrounds mehr gespielt. Michael Müller sagt, dann bin ich raus. Ey, Michael Müller. Was? Ey, ohne Scheiß. Michael, reiß dich mal zusammen jetzt. Wir werden hier eine heftige Action abliefern. Und das wäre nicht das Gleiche, wenn du nicht dabei wärst, Michael. Nee. Ganz ehrlich, was willst du machen? Dienstagabend, als ob es irgendwo was Besseres gibt. Ganz ehrlich. Entweder wir diskutieren eine halbe Stunde über welche Map und welche Spielmodi wir spielen, oder aber wir looten eine halbe Stunde und legen uns dann halt mit irgendwelchen Sniper. Nein, wir machen das oldschool. Und zwar sagt wieder einer an.
Und alle müssen ach, machen, stimmt, was der sagt. Also wir kriegen ja wieder ein Vote so, jetzt. Ja, ne? Eddie, Invite hast du bekommen. Komm hin, kommen Sie ja, mal rein. Ich muss meine Steuerung machen. Ihr müsst kurz überbrücken. Ah, wir haben dich aber schon eingeladen. Ist X-Lord auch gegangen? Export? Weiß ich nicht. Wer soll die Gruppe? Alter, der Paul, ne? Hat er direkt ein Wort fertig gemacht. Der Paul ist so ein fix. Genie, der Mann. Oder? Ja. Ich glaube, der muss nie sagen. Nee. Wann habt ihr das letzte Mal PUBG gespielt? Weil ich ewig weiß, her. Das ist schon eine Weile bei mir her. Also ich glaube, es war, als ich mal Ersatz war in unserer PUBG-Sendung. Gefühlt Jahre her. Ich habe es ewig. Ich habe das zuletzt im Retro-Club gespielt. Oh, ich weiß. Als ich das Chicken Dinner geholt habe, da war das. Chicken Dinner. Das oh, Simon. Das gutes Team gewesen sein. Es war wirklich krass. War ein gutes Team. War einfach sehr eingespielt. So, wer darf als erstes? Ja, kommt drauf an, wann wir Stopp sagen. Der Vote läuft. Ja, Budi. Scheint Budi. Heute ist der Winner-Tag für Budi. Die Leute freuen sich einfach, ihn wiederzusehen. Ja, es ist einfach nur. Oh Gott, wer ist dieser Typ? Darf ich mal sehen? Der Neue da. Der aus dem wird noch was. Ja, das ist eine knappe Geschichte. Eine knappe Kiste. Wie komme ich bei euch rein, Leute? Ich invite dich einfach, wenn du auf Home drückst. Oh oh. Drücken Sie Budi. Auf Home. Oh, First Person überholt. Könnten wir eigentlich mal spielen. First Person macht auch Spaß. Aber nie gespielt bin ich dabei. Ich auch nicht. Geh doch mal raus jetzt. Einfach auf Home. Ey, kann man einer sagen, wie spannend das gerade ist? Budi, guck doch mal. Wollen wir nicht einfach den ganzen Tag den Vote gucken und schauen einfach, wer gewinnt? Spannend. Eddie, mach mal einfach Shift-Tab jetzt bitte. Geh zurück ins Spiel. Oben in Mitte auf Home. So. Und bitte... Ja, bin ich doch. Ach, du bist doch schon im Team. Alter. Ja, ich bin doch schon im Team. Alter. Wer ist denn dann nicht im Team? Also. Wer ist im Team von euch? Wir machen jetzt Squad First Person. Warte mal. Wir sind aber nur drei im Team. Ach, das sind die anderen drei, außer mir. Okay. Ja, haltet eure Fressen. Man muss schon nichts mehr sagen. Und wir locken ein, jetzt, Eddie. Oh, was? Was? Ach so, komm, let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay. Ich kann gar nicht... Customer, what the fuck? Ach, ich bin Ansager oder was? Nee, cannot enter custom when entered. Nee, eigentlich. Wieso geht denn das jetzt nicht? Bin ich dumm? Squad? Du musst auf, was ist dein Problem? Was ist denn das Problem? Was ist dein Problem? Ah, nee, ich hab keine. Was ist dein Problem? All auf ready. Das ist ja cool, wenn du kein Problem hast. Nils, vielleicht gehst du auf ready. Ey, wieso bist du denn wieder. Ich war auf ready. Wenn ihr jetzt, ihr zwei, nicht aufhört. Wir sind ein Team und es ist wichtig, dass ihr macht, was ich sage. Okay. There is no Eddie in ready. Nächste Woche, nach deinem Geburtstag, am Freitag. Freitag, der 8. Ich glaube, nächste Woche... Ich wünsche mir Bitcoins. Was? Ist der 15. oder 12.? Fuck, ich krieg's nicht mehr. Kommt die Konsolenversion ja auch raus. Geil, hab ich Bock drauf. Aber ich zock's lieber am PC. Was? Nee, ich würde es gerne mal testen, wie das auf Konsole. Wahrscheinlich What? Genauso nur mit schlechterer Steuerung halt, ne? Ey, wieso? Was, kennt ihr eigentlich? Habt ihr mal Fortnite gespielt? Nee. Aber so, ich würde auch gerne spielen. Fortnite Können macht wir? Spaß. Ja. Das ist cool. Sachen, die Spaß machen, machen Spaß. Ich bin sehr müde. Ich bin richtig, richtig müde gerade. Ist es okay, wenn ich mich einfach irgendwo hinlege? Nee. Ist nicht okay. Oh, Alter, ich hab echt vergessen, wie der scheiß Spiel geht. Oh. Ist ja jetzt doch Third Person übrigens. Ja, warum ist denn jetzt wieder Third Person? Sieht das Inventory neu aus? Irgendwie schon. Na, vielleicht auch nicht. Doch, ich weiß es nicht. Das ist schon Nein, so lange doch. Her. Oh. Was meint ihr denn? Okay, es geht los. Gibt's irgendwie eine neue Herangehensweise? Nein, ist alles das Gleiche. Denn, ist alles das Gleiche. Eddie macht Ansagen. Ich mach Ansagen. Ist alles wie immer, ne? So, Leute. Yeah! Ja, Mann. Woo! Gib mir die Scheiße. Yeah. So. Alright. Okay. Was? Wo? Was? Hä? Welche Farbe bist du denn? Warte, ich hab noch nichts gemacht. Ich sag's dir. Super Eddie! Ich entscheide mich noch. Hier, gelb. Alles klar. 3, 2, nein, noch nicht. Noch nicht. Go! Du hast jetzt ne? gesagt. Gelb, schnell runter oder gelb, was? Gelb. Guckt auf eure Maps. Alle Infos, die ihr braucht, findet ihr auf euren Maps. Dumme Fragen werden nicht beantwortet. Wie kann man die Minimap nochmal verändern? Nein. Achso, das weiß ich nicht. Das ist keine dumme Frage. Alt nicht vergessen, dann könnt ihr so rumgucken, wenn ihr Alt gedrückt haltet, ne? Was ist denn da eigentlich, Eddie? Oh, scheiße, weiß ich nicht. Wo wir da hinfliegen, das ist doch nix. Doch, klar ist da so eine Farm, Alter, mit so einem Swimmingpool oder so. Hä? Nicht diese langen Gräben. Sondern davor, oder nicht? Check's nicht. Ja, ey, guck halt auf deine Karte, Alter. Da sind da so drei kleine...
Spindelhäusern. Du kannst doch nicht ernsthaft nach 6 Monaten, die wir nicht gespielt haben, direkt meine erste Handlung schon hinterfragen. Also, ich versuche nur so zu spielen wie du. Ein Squad ist bei uns. Oh oh. Also in der Nähe. In schon der Nähe. Da oder? Nee, nee. Hä, bin ich hier falsch? Nee, ich bin voll richtig, aber hier ist ja keiner von euch. Ich bin da, ich bin bei dem Gelben. Ich bin mit Nils da, Simon ist schon im Gebäude. Genau, ja, ich bin. Du bist halt auch echt im Jammermodus. Ich bin, ey, wirklich unfassbar müde gerade, weil ich wenig Apfelsinen gegessen habe heute. Seit wann bist du denn so ein Apfelsinerich? Seit ich eine Ausrede brauche. Okay. Was geht, ja, ist eine Police-Weste besser als eine. Nee, immer aufnehmen. Police West auf jeden Fall. Ja, nein, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich komme gleich zu euch. Ich loot hier, weil zu dritt die 3 Häuser machen keinen Sinn. Hier war ich, hier ist nix. Ey, das lief aber auch schon mal flüssiger, habe ich das Gefühl. Das ruckelt ganz schön bei mir. Hier ist noch ein Rucksack, wenn jemand möchte. Ja, ich komme. Für eins bei mir hier irgendwie. Schenke ich euch. Wieso ruggelt denn das so? Ruggeln, daggeln. Raggeln. Raggeln voll bei mir. Dumm. Ich war ein bisschen Grabbelkarte. Okay, wir müssen weiterziehen. Okay. Nein, wir müssen auf meine Kommandos warten. Okay. Wir ziehen weiter Richtung Budi. Jupp. Alle zum Budi. Jupp. Was war nochmal Waffe wegstecken? Weiß ich nicht, aber du kannst mal so einen wegstecken. Nee. V? Nee. Ach, da war der. X. X. Solo. Aha. Budi, wo warst du denn schon überall? Michael, bist du noch da? Ich lass die Türen auf. Michael Müller, ist Michael Müller noch da oder hat er umgeschaltet? Das will ich jetzt aber auch wissen. Ey, ohne Scheiß, Michael. Wollen wir ein Vote machen? Ist Michael Müller noch da? Ja, nein. Ich wäre dafür. Ja. Ich wäre auch dafür. Aber warum nur 2 Antwortmöglichkeiten? Wie oft soll Paul heute Abend noch Votes machen? Wir sind übrigens perfekt im Kreis, ihr Spastis. Danke. Danke. Lob und Beleidigung, genau richtig. Zuckerbrot. Und aber ich habe sehr schlechtes Equipment. Jetzt habe ich eine Uzi. Hier war irgendwie schon einer. Oder Buddy, warst du das vielleicht? Ich war hier. Du warst schon hier. Ja. So, ist alles hier schon gelootet? Nö, noch nicht. Also ich glaube, da sind noch 2, 3 Häuser frei. Wie viele Häuser sind hier? 2, 3 Häuser sind frei. Wer kann sie erraten? Hier ist eine Polizeiweste. Stufe 1. So, das ist relativ furchtbar, was wir hier machen. Okay, durchgelootet. Es ist alles durchgelootet. Dann sollten wir uns jetzt mal was überlegen. Okay. Ne? Nice. Überlegen. Hier, ah nee, da kommen wir her. Scheiße. Oh. Lass mich mal gerade die Map In Pochinki sind sehr viele runtergekommen und in Gatka sind welche. Darf ich da nach gegenüberlaufen? Leute, du? Wir machen das. Darf ich da hinten hinlaufen? Wo, was ist da hinten? Ja, guck mal bei mir. Ja? Nils, markier es mir auf der Karte. Guck doch bei mir auf dem. Ich weiß nicht, wo das ist auf deiner Karte. Da sind die Häuser. Und da grün, da können wir hinlaufen. Dankeschön. Lauft ihr schon? Ist das schon der Plan? Oder kann man noch laufen? Ja, grün. Hinter dem Hügel in Pochinki geht halt ab, ne? Wollte ich nur sagen. Da sind mehrere Squads, oder? Ja, ey, wenn du nicht kämpfen willst, dann spiel doch ein anderes Spiel. Sniper Elite? Mhm. Oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Hätte ich auch mal wieder Bock. Ich würde eigentlich gerne meine richtige Waffe haben. Ey, Michael Müller, ich gebe dir jetzt obrecht den Chat. Du darfst jeden bannen, den du willst. Wenn du bleibst. Ah, bleib bitte. Ich höre Geräusche. Wir sind ganz woanders. Ich bin bei dir, Nils. Nein, ist ein Scherz. Gerade hier ist eine schöne Waffe. Ich mit meiner geilen Uzi. Ich gehe nach oben, Nils. Das ist eine gute Idee. Hier ist noch eine Schrot. Aber ich habe die Munition. Hast du schon eine Secondary Waffe oder was? Ja. Hier ist ein Helm oben, 1er Helm und ein Drink. Oh, bei Helm nehme ich den gerne. Okay. Dann nehme ich ihn doch. Ich habe noch einen Kompensator für. Mündungsfeuer für MPs. Ich habe immer noch keine Auto. Echt? Nehme ich? Wo? Schnellwechsel. Mündungsfeuer und Schnellwechsel. Oben oder wo war das? Nee, da in dem einen Raum. Ey, warum habt ihr so geile Waffen schon? Naja, Schrotflinte. Jetzt geht doch mal. Naja, dann lass mich doch halt raus. Hast du jetzt den Helm da genommen oder was? Nein, da liegt er noch. Hier oben, hier ist noch einer. Ich brauch mal eine geile Wumme, ey. So, sag ich ganz ehrlich. Ich brauche auch dringend eine gute Waffe. Okay, Pochinki wird Bloschinski. Hier ist ein Rucksack, ihr habt alle, ne? Mhm. Oh, ich habe Smoke Grenades, die kann man doch sicher auch gut gebrauchen, oder? Okay, Leute, als nächstes gehen wir hier hin. Kurze Frage, P1911 oder lieber P92? Was ist da, wisst ihr das? Ich weiß es nicht, genau, weiß ich nicht. Huch, geh mal weg. Ja, Entschuldigung. Straße. Ja. Ist oben noch was? Nee, wir sind hier ziemlich im Niemandsland. Okay, dann. Lass mal den Westen von Pochinki anvisieren.
Und seid nicht so Pussys. Wir gehen da jetzt hin und ich will. Also gelb oder was? Da, wo gelb ist. Puschinski, Westen von Puschinski. Ich habe mit Abstand das schlechte Equipment und ich bin trotzdem die Speerspitze. Ich habe eine MP. Hat irgendwer schon einen Rifle? Nee, ne? Nee. Doch, irgendjemand habe ich mit einer AK gesehen. AK oder sowas. Nils, wo bist du? Dann bleib mal stehen, bitte. Nils. Ich bin hinter dir. Okay, dann komm mal her, kurz. Ich bin Kompensator. Hab ich noch. Eddie, du hast einen Uzi, ne? Ja, geiler Typ. Ich hab noch was für dich. Was denn? So ein Shaft. Geiler Shaft! Typ, ey. Leg it auf den drop it like it's hot, ey. Hat jemand 762 Moni, die er nicht braucht? Hopp. Ja. Nee. Ja, das ist halt nee. Für meine Knarre. Was? Für deine Knarre? Ja, komm, fuck it, nimm's. Hab ich hier an Baum gelegt. Vorsichtig, ne? Jetzt hier. Dankeschön. Okay, alle Buddy hinterher. Türen sind dicht, aber hier. Hier ist Feindgebiet, Leute. Geil. Macht euch auf Konfrontation bereit. Geil, ich hol jetzt weg. Ich hab keinen Bock auf dieses Scheiß. Ich geh ins Zweite. Hier liegt Shit rum. Ich geh in das Dritte mit dem Heuballen. Lass mal gucken hier. Noch nicht gelootet? Ich glaube, hier war noch niemand. Das ist gut, 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 gut. Hier ist Benzin, nicht, dass wir das zwingend brauchen, aber... Wenn du Platz im Rucksack hast, nimmst du mit, ja. Auf jeden Fall. Okay, hier ist noch eine Shoddy, wenn irgendwer eine Shoddy haben will. Taktisches Lager für M416 ist hier. Oh, warte mal, war da noch Muni? Ich habe ohne Ende irgendwelche Modifikationen, die ich nicht habe ein Schnellwechselmagazin kann. Für deine AK. Das brauchst. Ja, wir machen gleich eine Runde, wo wir... Ja, Typen. Was machst du denn hier? Ja, Polizeiweste Stufe 2 bei mir. Ich dachte, du meinst mich. Hier ist eine hier Sanitätstasche, geil. Und ein Stufe 2 Helm. Oh ja, den nehme ich. Bei Grün liegt Weste Stufe 2. Erster Stock. War jemand schon mal in der Halle? Halle? Nee. Ich brauche Shotgun-Mund, falls noch jemand hat. Ich hab... Warte mal, ich kann dir... Ich hab... Vielleicht. Wenn es ist deine Hauptwaffe, dann gebe ich dir meine Munition. Ja, also Scopes ich habe halt noch Uzi, niemand, ne? Also es kommt je nach ich sehe einen Dutcher übrigens. Braucht also, jemand 9 mm? Wir sind immer noch gut im Kreis. Ich nehme es mal mit. Ist hier alles durchgelootet? Hier in der Dings ist noch eine Menge. 5,56 mm? Kann doch bestimmt einer von euch gebrauchen, oder? Welcher? Die 7er brauche ich. Ja, ich brauche erstmal eine Rifle. Ich habe einen Rifle, soll ich dir meine Schrotflinte geben? Ja, Schrotflinte habe ich selbst. Hier ist noch ein Stufe 2 Helm. Okay. Nimm den nochmal, Simon, du hast nur einen Stufe 1 Helm auf. Ja, gerne. Wo ist der? Hinter in welchem dir. Gebäude? Da, wo du gerade bist. Echt, da drin? Okay, dann hole ich mir den gleich. Also hier andere Passage. Die Passage. Naja, jetzt sind wir schon. Hä? Was war das denn gerade? Ich würde ja gerne zu gelb. Stufe 2 liegt hier bei mir auch. Ja, den habe ich jetzt. Einmal kurz, wollen wir uns einmal kurz den Loot teilen? Wer braucht denn noch Shoddy-Muni? Ich. Kriegst du? Bleibst du, kommst du wieder rein? Ja. Ja, genau. Legt mal alles, was ihr nicht braucht, auf den Boden, dann können sich die Leute einfach suchen, was sie davon brauchen. Achso, jetzt. Ja, dann lass uns alle auf einen Haufen gehen. Das macht so mehr Sinn. Gleich kommt kling, 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 eine Granate, alle tot. Munition. Nice. Braucht da jemand was Spezielles? Also ich brauche Kaliber 12 Muni. Kriegst du hier Schrotflinten? Soll ich dir auch? Ja, kann ich dir auch gerne was geben. Nee, das reicht. Komm. Okay. Okay. Und jetzt ich überlege, ob wir zur Kirche gehen. Was meint ihr? Ich bin nicht gut genug ausgestattet für den Final Fight. Habt doch nicht so. Ja, dann machen wir. Also der Dutcher da vorne sieht gespawnt aus, also nicht hingefahren. Lass uns, wenn du, machen wir Kirche, du bist ja der Leader oder was? Oh shit, ja, ich meine, wir brauchen ja Loot. Ist ja, wir haben keinen Scope und nichts, ne? Nee, tatsächlich nicht, wir haben echt gar nichts. Puschinski ist schon wieder unter Bombardierung oder immer noch? Bombardement. Ist auch gar nicht. Eben schon. Okay, kann man nicht reinspringen. Wieso? Tür ist auf, hier war jemand. Ach echt? Ja. Oh. Auf der rechten Seite. Ich bin hier sehr exponiert. Also südlich von unserem Feld. Aber ist das Gotteshaus nicht für jeden offen, ohnehin? Also.
Hier ist sogar keine Tür. Wie soll das denn? Hä? Also rechts wurde gelootet. Ja, hier ist nichts Geiles. Oh, oh. Was ist da? Ach nee, das sind die Bomben von Puschinski. Die Bomben von Puschinski. Okay, sollen wir runtergehen in die Stadt? Komm, was soll der Scheiß? Wir sind nicht zum Spaß. Wir gehen direkt runter in die Stadt. Lootet den Shit aus den Häusern. Alter. Und lässt niemanden am Leben. Los. Okay, dann laufe ich in die Stadt. Ist das okay? Kriege ich das Go? Ich bin hinter dir. Okay. Ich bin am Eingang der Stadt, ich komme gleich, loot hier gerade noch. Das ist ganz gut, die Türen sind zu. Hier gibt es auch ein dreistockiges Haus, was super wäre, um von da wegzuschießen. Oh shit, ich laufe sehr offen hier gerade lang. Wo machst du das? Oh, hier ist ein Scope. Nee, nice. Ein Rotpunktvisier. Ich glaube, hier ist wirklich noch gar keiner. Also gewesen. Bei mir wurde hier, sind hier schon sind Türen auf. Also irgendwer war auf jeden Fall hier. Nicht gut. Aber nur auf der einen Seite. Nice, Vierfachsucher, Hammer. Oh. Hier ist ein Kompensator. Vierfachsucher. Zwei Deadboxen liegen mitten auf der Straße, also hier wurde schon gekämpft. Ich markiere. Zwei was? Ja, zwei Todes-Lootboxen hier, direkt auf der Straße. Lootboxen des Todes. Also, es wurde auf jeden Fall gefressen. Kosten das Leben. Also, ich gehe davon aus, dass hier irgendwo noch rumhängen. Naja, also es sind natürlich auch Gegner auf der Map. Ja, hier. Mann, Alter. Das soll natürlich wahr sein. Es ist schön, dass es nach all den Jahren. Oh, Leute, wer will was hier? Ich habe richtig dicke Waffen. Also, ich habe die M16A4, eine 18C. Weiß ich nicht, die ist nicht so gut. Warte. Aber will einer die M16A4 haben? Ja, ich natürlich, ich habe keine Rifle. Willst du zu mir? Ja. Okay, die hat 5,56. Wir machen das so, ich gebe dir ein bisschen was von meinem. Wie kann ich was aufteilen? Steuerung oder Shift gedrückt halten und rüberziehen dann. Mama Steuerung gedrückt halten und dann nach links wegziehen. Dann Steuerung gedrückt halten super. Und jetzt kannst du deine. Okay, ich geb dir die Hälfte. Ey, wie schlecht man Null. Wirklich so schnell Sachen wieder vergisst, ne? Unfassbar. Was hab ich denn jetzt gemacht? Irgendwas habe ich jetzt ganz falsch gemacht. Ist ja nur Dreck. Simon, ich komm zu dir. Ja, ich. For the rifle. Oh, warte mal. Aber ich brauche natürlich auch Munition dafür, sonst brauche ich das. Hab ich hier. Ich versuche nur zu raffen, wie das geht. Wie kann ich das. Buddy, Entschuldigung, wenn ich nochmal frage. Steuerung? Steuerung gedrückt hat und rüberziehen und jetzt einen Zahl angeben. Das hat er aber irgendwie gerade nicht gemacht. Warum macht er denn 0? Ich habe doch eine 3. Ich raff's gerade nicht. 3 und er macht 0 draus. 3. Sieh, jetzt geht's. Bist du oben oder wo bist du? Ja, oben. Du bist fast da. Und jetzt? Jetzt? Da. Ich komme. Nicht auf mich schießen. Ich komme in Frieden, um deine Waffe zu nehmen. Geil. So. Ja, viel Muni ist das natürlich nicht. Ne? Das beschwert er sich auch. Ich fühle mich gerade exakt wie bei Sniper Elite. Ich will die ganze Zeit Leertaste drücken zum Durchatmen. Hier ist noch eine Mikro-Uzi und eine Schrot. Und Eddie, brauchst du noch dringend Schrotflinte? Nee. Muni? Nee, hab ich genug. Ich brauch 556er Muni. Aber ihr wisst, dass ihr, wenn ihr Shift gedrückt haltet, tatsächlich die Luft anhaltet, ne? Da ist ein Dings, Ede, Späle, ist noch so ein Choke für die Schrot. Ja, hab ich schon. Ey, wenn jemand ein Dings hat, was er nicht mehr braucht, ein Visier, was ein bisschen zum Ranzoomen ist. Würde ich gerne nehmen. Oh, hier ist ein zweiter Pickup. Benzinkanister. Ich kann jetzt nicht beide aufnehmen, aber falls einer den noch mitnehmen. Wir sind immer noch im Kreis, Leute. Es läuft nach Plan eigentlich. Vorausgesetzt, wir machen jetzt keine Scheiße. Aber hier ist natürlich auch schon alles gut. Macht das Sinn? Ich bin der Einzige, der auf der anderen Straßenseite ist. Soll ich hier bleiben oder soll ich rüberkommen? Also was ist was sinniger? Heißt die andere Straßenseite? Ich bin einfach auf der anderen Straßenseite. Das führt eine dicke Straße durch Puschinski. Und ich bin auf der anderen Straßenseite, sonst guck auf der Map. Nee, also Puschinski ist free loot. Erst wenn ich wieder sage, wir sammeln uns. Bis dahin habt ihr freien Ausgang. Ey, ich habe ein Dix für dich, so ein Add-on. Extended Mac, wenn du es willst. Ich kann nicht, ich bin gerade selber am Looten. Gib dir es einfach nachher. Ja. Ach so war das, genau, alles klar. Ah ja. Sehr viel Munition für alles Mögliche. Immer nur scheiß 9 mm. Was ist das für eine? Rudi, was hast du gerade gefragt? Ich habe es nicht ganz wahrgenommen.
Ich bin alleine auf der anderen Straßenseite und ich weiß nicht, ob das so schlau ist, ehrlich gesagt. Was ist denn der Plan? Der Plan ist Überleben. Überleben. Overliving. But don't overlive it. Also ich habe sehr viel Verbandskram für uns alle. Also ich habe drei Medizintaschen, ich habe so eine Supermedizintasche. Das nehme ich doch gleich mal. Hier ist noch eine. Medic. Nimm die mal. Oh, das Scope bitte liegen lassen. Hey, Stufe 2. Achso, ja, nein, ich gebe es dir gerne. Du hast es zuerst gesehen. So. Ja, nee, dann nimm's ruhig. Komm. Okay. Hey, hier, ich leg dir das Extended Mac hin. Jetzt hast du es ja doch genommen, ne? Egal. Nee. Echt? Da liegt es ja noch. Ah, okay, Entschuldigung. Ich bin so ein Schweinepriester. Ein Schweine. Oh, ich hätte Vorsicht, Bomb. Ah, Kontakt! Was, wo? Wo? Bei dir? Drin, ja, draußen? Einer ist ein Kill, hab ihn. Nee, ich hab ihn. Okay, ach, ich komme. Geiler Typ. Achtung, ist es, wir sind wieder im Bombenviertel. Oh, Grenade bei mir. Shit. Okay. Muss Brudi helfen, mein Freund. Was kann ich tun? Ah, ich liege hier im Haus, aber ihr wisst, bei mir ist noch einer im Haus. Im Moment liege ich ganz safe, es sei denn, es kommt noch eine Granate. Du bist ganz schön weit weg. Der ist vermutlich auch nicht alleine, ne? Ach du Scheiße, da hinten bist du ganz... Ach du Kacke. Aber da muss ich ja rausrennen. Fuck off! Er hat mich fast. Also, wenn einer rüber käme, wäre geil, aber muss nicht. Also, ruhig, Leute, klar, ruhig. Der ist auf jeden Fall hart angesnackt. Scheiße. Kann mir jemand vielleicht versuchen, irgendwie Schutz zu geben oder so? Ich laufe auf jeden Fall zu Budi. Ja, ich komm, ich bin schon gegenüber. Ich kann dir Schutz geben, aber ich weiß nicht, wo der Typ mindestens ist. Mindestens einer. Ich weiß nicht, ob da noch zwei andere aber sind. Aber der ist noch drin. Der ist noch da. Der ist direkt oben, erste Etage. Passt auf, ja. Boah, was war das für eine Explosion? Wir sind mitten im roten Bereich. Er ist bei mir. Ich mach ein bisschen Stress. Er ist tot, egal. Du kannst ihn töten und looten. Oben, erste Etage, rechts hoch. Vorsicht, da ist er. Ich komm mit, Simon, warte. Oder okay, ich warte hier. Der lootet mich vielleicht aber auch gerade, ne? Ja, okay, ich bin da. Ich bin auch im Haus. Nee, ich bin doch nicht im Haus. Wo ist denn nice. Den Pimmel? Das ist ein Haus dahinter, scheiße. Nein, noch einer! Komm auf, komm auf den Balkon. Ich bin nur eins runter. Heil dich, jetzt bin ich auf dem Balkon. Eddie übernimmt den nächsten. Hammer! So, ich muss mich jetzt heilen. Wie viel haben wir von denen? Ich habe drei Todesboxen gesehen, das heißt, ich glaube, da ist wirklich nur noch einer. Schade, Budi, hätte ich so gerne jetzt. Ja, war knapp. Waren 10 Sekunden oder 5 Sekunden sogar nur, also ist egal, alles gut, spiel weiter unbedingt. Achtung, ich mach dir auf, Ede. Ist da was? Nee. Erste Etage ist der auf jeden Fall. Ja, ob der jetzt noch da ist. Ne? Passt auf, dass er nicht durch die Fenster springt, ne? Oh Gott, beinahe. Ich habe hier das Haus so ein bisschen. Oh, wieso ruckelt das bei mir so? Soll ich eine Rauchgranate? Das bringt nichts. Ne? Ich habe eine Flashbang. Soll ich die vielleicht benutzen? Hast du schon mal eine Flashbang? Nee. Wo? Direkt hier oben. Ede, lass solche Flashbang. Er bewacht. Er bewacht und ich habe auch kaum noch. Welche? Achtung, also, Flashbang raus. Da musst du direkt danach rein, ne? Hast du ihn? Hab ihn! Fucking in seinen scheiß Kopf hinein! Yes! Ist auch direkt tot, das heißt, das Squad ist ausgelöscht. Sauber. Und ey, Simon, du bist der Allergeilste. Du bist in beide Fights mit deiner scheiß Handpistole rein. Okay, bitte keine 556er Muni, wer braucht also den ersten Fight hast du auch mit der Handgun geschossen. Nee, da hatte ich die MG, glaube ich, oder? Ich habe nee, du bist beide mit Handgun geschossen. Ey, könnt ihr gleich die Lobären verteilen? Ja. Irgendwie? Aber ich krieg jetzt die doch so selten. Hey, Red Dot Zeit, wer braucht die Dinger? Hier sind ganz viele. Ich brauche einen Scope und ich brauche 556er Muni. 556er ist hier. Bei mir ist voll ausgestattet eine AK, ne? Mit Vierfachsucher. Ey, wer hat denn jetzt die 556er genommen? Ich nicht. Ich habe eine. Moment, ich leg's wieder hin. Nee, habe ich nicht. Da ist ein Rotpunktvisier, wenn das irgendwer möchte. Habe ich gar nicht. Meine AK hast du genommen, ne? Ja, hast du. Sei doch nicht so gierig. Ne, die habe ich selbst gehabt, aber das ist 16 A4 noch. Ja, los, rock das jetzt hier. Halt und ein Rotpunktvisier. Der hatte eine Scar. Wir sind wieder so ist eine Scar besser als eine M16? Ich weiß es nicht. Die fucking Scar. Oh oh, oh oh. Oh oh. Wer schießt da? Man weiß es nicht. Du blockierst mich, Nils. Du blockierst mich. Das ist, tut mir leid. Oh, Buddy, ich loote dich, ne? Ja, natürlich. Könnt ihr kurz mal kommen oder wollt ihr kurz mal kommen? Zu mir. Genau, ich kann das nämlich nicht. Das ist der Vierfachsucher, ne? Vergesst das nicht. Da ist ein Vierfachsucher drin und eine AK müsste da auch noch liegen. Aber ich glaube, ich habe gedacht, du hättest sie schon. Nehmt die Hilfekoffer und die Energy Drinks und alles. Alter, was hattest du denn für einen geilen Shit da, Budi? So viel Kram.
Das ist ja der Hammer. Ey, ist das ein Drop, der hier direkt neben uns droppt? Hier ist eine UMP, eine AKM. Ey, Buddy, wieso hattest du alles? Glück gehabt. Das ist echt strange, das ist verdammt viel. Frank Thelen hat in mich investiert. Oh, jetzt habe ich nicht genug Platz. Okay. Scheiß auf den Molly. Warum kann ich denn keine Muni nehmen? Das ist ja so wenig Muni. Oh, hast du jetzt die ganze Muni? Na gut, egal. Das ist nicht schlimm. Ganz schön voll. Oh, nicht schlimm. Naja. Okay, ich gebe das Benzin jetzt weg, weil ich habe echt keinen Platz dafür die ganze Zeit, das zu nehmen. Okay, Leute, wir sind immer noch mitten im Kreis. Also, wir bleiben auch erstmal hier drinnen, würde ich sagen. Wir haben eigentlich gar keine Eyelids, oder? Aber dann sollten wir gucken, dass hier auch kein anderer reinkommt. Das halte ich für eine prima Idee. Wieso ist hier die Tür weg? Braucht jemand, weil sonst lege ich sie weg. 7, irgendwas. Ja, die nehme ich. Ja? Liegt hier bei mir. Kommst du da hin? Da, wo Buddy gestorben ist? Ja. Achso, das war ein Erste-Hilfe-Koffer, aber ich habe keinen Platz mehr. Ich muss irgendeinen Scheiß wegschmeißen. Die Brechstange, kann ich da mehr tragen, wenn ich die Brechstange wegwerfe? Naja, nicht genug Platz. Shit, ich muss irgendwas wegschmeißen. Oder an Rucksack Stufe 3. Scheiß mal auf die Rauchgranate. Dann nehme ich doch lieber. Ey, Buddy, irgendwie fühlt sich falsch an, aber es war so schön, dich zu looten. Hast du das Herz? Natürlich. Ja, du kannst aber haben. Nee, ist okay. Ich habe 4. Also, willst du Bandagen? Ja, vier First Aid Kits? Ich meine, diese fetten Dinger. Nee, das sind so kleine. Aber ich gebe die selber. Nee, lass mal, ist okay. Wenn du. Ey, Leute, wir sind immer noch im Kreis, ey. Das ist ja der Hammer. AKM habe ich selbst. Haben wir unten alle Türen zugemacht? Nee, ne? Egal. Nicht genug Platz. Das ist doch völliger Quatsch. Scheiß auf die Pistole, die benutze ich eh nicht. Oh, 100. Okay. Wer ballert hier? Naja, guck mal auf die Map. Also ich bin theoretisch bereit für noch mehr Action. Habt ihr eure Knarren auf Auto gestellt auch? Nicht, dass ihr gleich nur Einzelfeuer macht. Heute holen wir uns das Chicken Dinner direkt im ersten Anlauf, wo wir ewig nicht gespielt haben. Wie geil ist das denn? Freut ihr euch? Aha. Wie kann man nochmal umstellen? V? B. B, okay. Was? Umstellen? Full Auto auf Single, okay. So. Mir hier in den Rücken schießen. Du bist noch. Nee. Ich hab einen! Wo? Ich guck bei mir aus dem Haus raus und da ist einer. Und zwar 240, 255. Zwischen zwei Bäumen steht genau da. Soll ich schießen? Alter, direkt auf. Ja, mach, natürlich. Wo? 200 was? Bei 240, zwischen 240 und 255. Zieh den weg, Alter. Ich unschätze, ich treffe ihn einfach nicht. Das ist zu weit weg. Ich bräuchte den Vierer. Machst du. Schieß bitte auch dahin, wenn ihr könnt. Eddie, guckst du da noch nach unten? Ich sehe nichts. Er liegt zwischen Südwesten und Westen. 265. 250. Ich habe ihn getroffen. 250? Ja. Von Simons Position. Jetzt ist er hinter dem Baum. Und meine Muni ist leer. Das kann es doch nicht sein. Scheiße. Nein, ey. Der direkt hier vorne ist oder der auf dem Hügel? Auf dem Hügel war noch einer. Buddy, zur Not zeig's ihn mal. Ich muss jetzt neue Muni holen. Warte, rechts, Nils, da hinter dem Baum müsste der sein. Den hier? Der oder müsste eigentlich, ja, wenn ich das richtig sehe. Ist da nicht ein Crate auch schon? Oder ist das gut, ist ein Baum? Da ist auch sein Motorrad da oben, ne? Ja, der hat sich sehr dumm angestellt gerade tatsächlich. Guckt jetzt keiner auf die Treppe? Ne, ich guck gerade nicht auf die Treppe. Okay, dann guck ich auf die Treppe. Aber da so. Also da war er auf jeden Fall das letzte Mal öde, genau hinter dem Baum. Den, genau. Ja. Ich höre Schritte, das sind wir, ne? Alter, ihr habt wirklich eine Premium-Position, ne? Das ist ja echt der Hammer. Die Schritte sind wir, ne? Jo. Und wer steht hier direkt vor meiner Linse? Geh mal bitte weg, wer ist das? Nils sollte einfach draufbleiben. Oh, Mügel. Ah, ich bewege mich mal so ein bisschen, damit ich nicht zu leicht gesnipert werde. Also, Mügel. Da ist er. Ich hab ihn.
Wo? Nils B., Schussmodus wechseln. Ja. Beim Crate. Ich sehe kein Crate. Auf dem Hügel. Sag die Zahl, sag die Zahl. 250. Ja, 250, da läuft er. Oh, der ist aber weit. Bisschen fort. Alter, wo ist das denn da? Nein. Also, wenn jemand Muni hat für mich, ich würde sie sogar nehmen. So ein bisschen 5.56. Okay. Auf mich wird geschossen. Ja, ich glaube, er hat dich auch gesehen. Er hat mich auch erwischt. Ich habe schlecht, ganz schlecht geschossen. Ach du Scheiße, wie schießen die denn hier auf mich? Alter, habe ich schlecht geschossen gerade, ey. Ah, gut, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Bist du hier? Okay, geiler Typ. Du deckst meinen Rücken? Ich bin unten, Leute. Ich brauche vielleicht Deckung. Oh, echt? Shit. Hier, Nils, laut Chat hast du die 5.56er. Vielleicht kannst du mir davon ein bisschen was geben. Ich habe keine Hauptwaffe. Was? Hä? Ich habe die 7er. Achtung, Simon, gib mir mal Deckung. Gib mir mal Deckung. Ich sitze hier gegenüber. Ich muss mich heilen. Wohin? Ich weiß überhaupt nicht, wo ihr gerade. Gegenüber von dir. Ja, ich weiß. Dass die nicht reinkommen von dem Hügel da. Gut. Das kann ich nicht. Ihr seid beide unten, ja? Ja. Ich komme zu euch runter. Die werden wahrscheinlich kommen. Bleib da in der Ecke, unten an der Treppe. Aha. Böde, kannst du vielleicht kurz nochmal in deinem Inventory gucken, ob du die vielleicht doch hast? Okay. 5.56 bräuchte ich. Ich bin mega dumm gerade oder ich hab sie halt einfach nicht. Ja gut, ich habe nur vom Chat gelesen. Es kann ja sein, dass die sich. Die sind ja auch nicht allwissend. Ja, ich hab ihn! Hier, er kommt rein, er kommt hier zur Tür, zur Haupttür. Oh Mann, der macht mich alle. Schaffst du, ne? Scheiße, von wo? Ich hab ein bisschen Panik. Ja, das war die Tür, aber er kommt jetzt sicher von woanders. Ich höre doch was. Alter, ist das mit der dummen Third Person? Ihr macht das super, Jungs, ne? Das sind echt nicht mehr viele. Ja, ich bin tot! Scheiße, Simon, retten? Ja, gerne retten. Ich bin direkt in der Wohnung. Aber passt auf den Typen auf, der kommt vielleicht bestimmt noch mal raus. Oh, die sind Alter, alle vor uns, geil. Alter. Danke. Eddie, sag, wenn ich da in Gefahr bin. Ich höre Schritte. Und direkt heilen, Simon. Sollen wir nicht die Tür zumachen? Ein bisschen Hilfe. Nee, das ist Eddie mehr ganz. Du hast Dings. Nein! Ne? Eddie, deck mich mal, ich hau ab. 30 Sekunden, dann müsst ihr euch bewegen. Er hat mich, ich bin down, mir muss geholfen werden, bitte. Ich gehe in die Toilette. Moment, nice. Ich komme gern zu dir. Böde, kann ich kommen? Ja, ich bin in der Toilette. Also ist alles safe? Okay. Ja. Er kann natürlich jetzt draußen rumlaufen, ne? Durch die Fenster schießen, das kann ich nicht beurteilen. Oh, super, Leute. Okay, geiler Typ. Okay, brauchst du was? Ich hab 8-Kids, Bandage, Painkiller. Wir müssen in den Kreis gleich. Scheiße, ich muss. Ihr müsst jetzt in den Kreis. Es tut richtig weh. Es tut richtig weh. Okay, los, verarzten und los. Was machen wir jetzt? Ihr müsst los. Okay. Scheiße, er hat mich. Er steht draußen an der Tür. Ich auch. Er gibt sich gerade einen Shot, er liegt. Nils. Komm rein. Wo? Focus. Nein, vergiss es. Lass uns liegen, wir sterben. Geh in den Kreis. Vierter. Schade, Alter, ey. Mann, wir hätten es doch voll geschafft. Ey, das war richtig knapp. Ah, jetzt bin ich irgendwie deprimiert. Das warum? Das wäre, jetzt hätte ich. Das ist ein gutes Ergebnis. Fast. Schwierig. So nah. Ey, ich glaube, ich wurde von der Wand ausgenockt, oder? Kann das sein? Ja, durch die Wand. Die vielleicht. Ist am Ende sehr heftig. Oh. Also. Ich hatte auch gar nichts mehr, deswegen. Aber ich habe ihn noch reinkriechen sehen, habe noch auf ihn geschossen, aber dann war die Wand, hat mich gekillt. Ich glaube, er hat überlebt, weil die Wand mich gekillt hat. Also ich hatte ihn so irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Ich habe zwei, dreimal auf ihn geschossen und dann war ich auf einmal tot. Geschossen? Weiß nicht, geschossen. Aber ey, nach so langer Zeit in der Konstellation, man muss auch mal das Positive sehen. In der Konstellation. Vierter Platz. In der Loser-Konstellation. We take it. Können wir jetzt hier Werbung machen? Wir nehmen das. Und uns kurz erholen? Ja, ich geh mal schiffen auch. Jeder hatte teilweise drei Foes auf dem Bildschirm, hat keinen gepeilt. Ja. Tja. Foes? Weil ich Business mache, mein Freund. Wir machen jetzt erstmal Werbung und dann sammeln wir uns neu und dann könnt ihr einen neuen Captain wählen. Oh, das wird geil. Bist du klar? Captain, aller Shotgun Pimmel pissen. Pimmel pissen, Mann. Da kommen die gleich. Hallo, darf guten ich euch Tag. Helfen? Jetzt checke ich nicht, wo. Ach nee, jetzt helfe ich so. Du hast das gecaptured, nicht schlecht. Nee, das wird automatisch jetzt gemacht. Ach, wir sind wieder. Hallo, jetzt kommt zurück. Ich guck mir gerade meinen Tod an. Hier helfe ich gerade Simon auf die Beine. Können wir nicht lieber sehen, wie krass ich. Ich bin in wenigen Sekunden, in 20 Sekunden bin ich tot. Also krass, dass man das jetzt. In 20 Sekunden bin ich tot! Und ihr könnt es sehen.
Was geschieht? Was geschieht denn jetzt? Was geschieht? Da hau ich ab. Das ist echt ein geiles Feature, oder? Dass die das einfach aufnehmen. Dachst du jetzt? Ah, nee, das kannst ja alles, klar. Das kannst ja alles einstellen. Ja, ja, aber dass die automatisch die Highlights mitcapturen. Guck mal, kann man direkt teilen und speichern. Das ist ein neues Feature. Ach, da ist der Tod. Ja. Das haben die bei Nvidia damals vorgestellt. Als ich vor einem halben Jahr war ich nochmal da. Bei der Preso. Ganz geil. Jetzt geht's los. Was so, Leute, ich leider nicht mehr habe, ich will meinen Tod noch einmal anschauen. Damit ja, wir wollen aber auch keine Technik. Ob es die Wand war oder ob das ein Schurke war. Okay. Ja, guck mal, hier, 10 Sekunden aus. Ja, aber die Zuschauer haben es gesehen. Hast du nicht gerade gesagt, ja, die haben jetzt Zeit, ein bisschen hier zu voten, wer als nächstes darf? Ich will mal kurz gucken, Bill. Da zeigt, jetzt gehe ich raus. Und da, ach, da ist die Wand. Und da kommt der, da kommt gleich der Schurke. Da kommt der Schurke. Ich schieß und da bin ich tot. Der, der konnte gar nicht mehr schießen. Ja, aber ich habe auf ihn geschossen. Ja. Der war ja schon tot. Ja, aber. Oh, egal. Wer darf denn nun. Kommandos voten ja gerade erst. Wir voten gerade erst. Also es wird gevotet. Ja, nee, wie kann man, stell doch mal Ego-Perspektive ein jetzt. Das kannst du einstellen, oder nicht? Ich? Squad. Also F, F. Wo stellt man das denn ein? Links einfach mit der Maus drüber hovern und ganz unten Squad. First Person. Ja, ist doch. Party. Party, Party. Ja, ist oder was? So. Ja, dann alle auf Ready gehen. So, Buddy. Ready, ready. Simon. Was? Ich bin dran, oder was? Na gut. Anführer. Alright! But Noobie Noob. Noobin Simon, gehst du ja, bitte join ja, diese Truppe? Aber ich hab doch schon bei. Okay, jetzt bin ich da. Wie schon mal leid. PUBG. Pupkes. Ich hab von einem Feature, das hat Microsoft damals versucht zu etablieren, und dann habe ich aber nie wieder was davon gehört. Das war so eine Art Instant Slow-Mo. Das finde ich geil. Insta-Slow-Mo. Geht aber auch wirklich nur bei Spielen, die, glaube ich, 120 Frames per Second laufen, die man da einstellen kann, Performance, bla bla bla. Ja, aber das finde ich halt, find ich halt arschgeil. Also, Was ist denn hier? Wäre Slow-Mo nicht, ist alles First Person jetzt. Alles First Person. Habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Habe ich schon mal First Person? Pupkes gespielt? Ich habe noch nie First Person gespielt. Können wir kurz über Jim und Andy reden? Nee, ne? Nee, das ist nicht möglich. Haben wir schon bei Kino Plus alles zugesagt. Na gut, dann eben nicht. Dann eben nicht. Aber du fandest es gut, du hast dreimal geguckt. Ja, ich fand ihn sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber dreimal guck doch lieber gut. Drei andere Filme. Also, guck doch dann lieber nochmal zwei. Nein, ich hab einfach tatsächlich einfach nochmal geguckt. Und nochmal. Hast vielleicht nicht richtig geguckt, die ersten Mal. Wahrscheinlich. Ich gucke so selten Filme und dann freue ich mich immer, dass ich mal einen geschafft habe. Und dann lasse ich mich aber nicht auf Neues ein, sondern gucke die einfach nochmal. Okay, Buddy, yes. Das sagst du, das hat sonst noch keiner gesagt. Okay. Disco. Alter, Military ist ein bisschen hart. Novo gehen viele runter, wir fliegen lang. Fliegen lang. Lange fliegen wir. Wie wär's mit. Nee, wir fliegen lang und wir kämpfen uns. Machen ein bisschen Safe Game, wir bleiben hier oben. Versuchen wir mal. Bist du gelb? Gelb. Ich bin gelb. Nördlich von George Ball. Genau, das sind diese Puzzlehäuser. Und wir können uns auch, um ganz sicher zu gehen, hier bei oben die ersten drei sichern. Okay, ich gehe ganz links. Ich bin blau. Hospital wäre auch geil. Aber wir fliegen mal drüber, okay? Also das ist jetzt ein bisschen Safe Game, ist in Ordnung. Also wir müssen ein bisschen früher ziehen. Und zwar 3, 2, 1 und jetzt. Erstmal gerade drauf zufliegen, alt gedrückt halten, obwohl das schaffen wir. Steil oder nicht steil? Ja, oder? Noch nicht steil. Du kannst erstmal ein Stück rüberfliegen. Es gibt so einen kleinen Mini-Trick, wenn man es schafft. Jetzt können wir steil runter. Und wenn ihr auf 234 km/h beschleunigt und kurz bevor die helle weiße Linie kommt, W loslasst, dann droppt ihr noch mal so ein paar, wie jetzt bei mir, dann droppt ihr noch mal so ein paar Meters runter. Das ist auch nur eine Kleinigkeit. Yeah, super Musik. Und wir haben sehr viele Leute bei uns. Echt? Oh ja, Gott, das ist alles sehr, voll. Sehr, sehr viele Leute. Oh, hier sind direkt zwei unter mir. Alle links neben uns. Shit, okay, ich gehe in einen dieser Hochhäuser. Genau, ich schaff's nicht aufs Dach, aber ist egal. Okay, ich schaff's aufs Dach. Genau, zwei sind, aber es sind nur zwei in der unmittelbaren Nähe, das ist okay. Das ist jetzt nicht so. Au, was? Ich wurde direkt erschossen! Was? Ist ein Witz. Oder was? Da hat aber jemand sehr schnell. Hä? Nee, doch nicht. Du bist in der Ego-Perspektive, Alter. Oh, ich wurde irgendwie. Bist du tot oder lebst du? Nee, Entschuldigung, ich hab nur das, hier Dings gefressen: Asphalt.
Ego-Modus ist komplett anders, ey. Ja, ist doch irgendwie auch mal, ist doch schön, ne? Ich finde das schön. Weil ich habe eine Waffe, soll ich schon mal runtergehen und die killen? Also, wenn du irgendwas siehst. Oh, das ist ja voll. Wir sind recht weit weg, ne? Also, du bist, wir sind weit weg, Simon. Also, ich loote ja, erstmal. Okay, ich loote. Erstmal looten. Das ist ganz, ja ganz cool. Schwammig irgendwie. Es ruckelt bei SS. Ja, bei dir auch? Es ist auf jeden Fall nicht flüssig. Bei mir. Das ist, so kann ich eigentlich überhaupt nicht zielen. Nee, ne? Also zumindest nicht in der Bewegung. Oh, man kann in der Hocke rennen auch. Wusstet ihr das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Erstmal hart konzentriert auf Looty-Loot. Oh, scheiße, ich habe einfach keinen Platz. Oh, ich habe eine M16 für euch. Ich will die nicht. Ist irgendwer bei Simon in der Nähe? Ich habe schon eine Rifle, ich brauche keine. Ich würde die nehmen, aber ich bin wahrscheinlich in einem anderen Gebäude. Also ich habe eine SKS, deswegen weiß ich gerade nicht. SKS. Oh, warte. Ich weiß es besser, SKS oder M16A4? Einer hat nur mehr Firing Rate. Nö, nehme ich nicht. Ich lasse die dann jetzt liegen. Ja. Oh, okay, nee, das nehme ich noch mit. Ah, da ist ein Rucksack. Wunderbar. Ich habe auch einen Rucksack. Das ist mein bester Freund. Okay. Hier wird geschosen. Geschosen? Ja. Im Westen. Hey, bist du hier schon überall gewesen, Eddie, oder was? Vermutlich. Wir sind im selben Haus wahrscheinlich, oder? Ich habe dich noch nicht gesehen, deshalb weiß ich es gerade nicht. Ja, du bist gerade an mir vorbeigerannt. Okay. Okay, wir gehen über Norden später. Jetzt wird noch gelootet, ungefähr bis. Oh, ich brauche einen Rucksack, wenn einer einen findet. Echt viel Zeit noch. Also looten wir tatsächlich so viel wie möglich hier erstmal weg. Ach, komm schon. Simon ist ja da hinten, ganz hinten. Ja, im anderen Haus. Ja, ich bin ein bisschen falsch abgesprungen. Finde ich übrigens sehr schön, dass mittlerweile bei der Muni angezeigt wird, wenn man sie aufsammeln will, welche Waffe. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber für mich ist es, glaube ich, neu. Oh, ich habe so viele Bandages. Kann da bitte mal einer kommen? Oh, ich kann das nicht tragen ohne Rucksack. Das ist echt nicht wenig. Ja, ich loot noch mal kurz das Dach und dann komme ich zu dir, Simon. Ich überlege, ob ich vielleicht was rauswerfe, aber ich habe echt nichts. Okay, ich werfe 5.56 weg. Nee, die nehme ich. Komm zu mir. Ja, okay. Ich habe einen Rucksack hier bei mir. Komm, wir treffen uns bei mir. Hier ist ein Rucksack und ein Helm. Plötzlich hat er einen Rucksack. Nichts. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich mache. Okay, wir sind aber nicht so schlecht vom Kreis. Also, nee, ich lege die Uzi ab. Aber so, machen wir es jetzt. Die Uzi lege ich ab. So, ich bringe dir die 5. Ja. Ich kann sie nicht. Oh, so eine Kacke. Ist voll anstrengend, wenn man keinen Rucksack hat, ey. Pumpvisier. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Lasst uns mal Richtung, Budi, du musst sagen, aber Richtung Westen looten. Damit wir, wenn wir looten, schon automatisch näher Richtung Kreis kommen. Okay? Das Osten. Das habe ich nicht. Ich habe hier einen. Meine ich ja, Osten. Holographisch. So. Ja, wir gucken mal, wie sich der Kreis entwickelt. Wir haben echt noch ein bisschen Zeit, das ist in Ordnung. Und wir haben gesehen, dass hier wenig da sind. Aber stimmt schon. Also, wenn ihr die Häuser nehmt, dann bewegt euch langsam Richtung Westen, okay? Richtung Westen. Osten meinst du? Osten jetzt. Alter, Eddie. Das ist so schlecht, echt. Simon, bist du eigentlich auf dem Weg zu mir? Nee, ich okay, dann ist gut, dann lauf willst ich du? Raus. Nee, alles gut, ich hab ja ein bisschen Monitor. Ich bin hier gerade einfach ein bisschen. Ich bin ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum kann ich denn das Ding nicht. Ach, scheiß auf die blöde Uzi jetzt. Ey, hier ist mega viel 9mm Muni und alles und so. Naja, ich will sie trotzdem noch. Wir werden genug haben, also es ist nicht so schlimm. Also, checkt okay, auf jeden Fall ein paar. Okay, was ist jetzt? Was ist denn eine Mini 14? Für die Uzi vielleicht? Nee. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Zeit für so einen Scheiß. So, 30 Sekunden noch. Dann fängt der Kreis an und dann bewegen wir uns langsam Richtung Osten. Wahrscheinlich ist die Waffe voll geil und alle haten mich jetzt, weil ich sehr dumm bin, das nicht gecheckt habe. Das kann passieren. Nice. Sehr gut. Alles klar. Dann nehme ich doch. Dum, 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 dum.
Okay, eine Entschuldigung, wenn ich nochmal fragen muss, Nils. Aber du willst noch 5.56 Munition? Ja. Okay, ja, ich bringe sie dir mit. Ich habe Schrotflintenmunition ganz viel auch, wenn einer möchte. Nee. Scopes sieht schlecht aus bei uns immer noch, ne? Nee, ich habe ein paar Scopes. Braucht jemand 762er? Ich bin sehr dumm, ich habe eine andere Waffe weggeschossen. 762er, ja, ich. Bitte soll ich die einsammeln für dich? Ja, gerne. Und was falls jemand irgendwo einen Rucksack sieht, egal welcher Level. Bei mir. Ja? Ja. Okay, dann gehe ich da jetzt. Level 1. Dann lege ich dir zu dem Rucksack lege ich dir auch die 762er. Okay, so machen wir das jetzt. Ey Leute, da wo ich bin, ist so viel Muni, Waffen, hier ist alles, wirklich. Also echt? Wenn ihr was wollt, geht in dieses Haus, wo ich gerade bin. So, Kreis ja, ich bewegt sich. Markiert, Simon, oh geil, danke. Bin, ne? Da renne ich jetzt direkt. Okay, wir bewegen uns gleich über den Hügel rüber. Seht ihr das? Gelb markiert. Gelb markiert. Ja. Da willst du hin? Jupp. Und achtet auf Südwesten. Dort sind eine Menge Leute runtergegangen. Also achtet auf euren Rücken sozusagen. Du bist gelb oder einmal was, rüber. Jupp. Alter, leck mich. Alter, du bist ja ewig weit weg. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es so weit ist. Hast du es, wie hast du es markiert? Gelb. Also nicht du mehr, siehst es oben, war blau markiert. Ach so. Du siehst auf deinem Hut, siehst du hier oben auch die Farbe. Ja, ja, aber ich. Also ist es noch markiert? Ja. Nee. Doch, in dem ich glaube, du bist. In dem Haus hinter dir drin müsste es sein. Aber. Herr Bulli, willst du jetzt schon los eigentlich? Oder? Ja. Genau, weißt du das wahrscheinlich wir müssen, nicht. Oh. Ich will da in den Kreis rein. Es tut jetzt am Anfang nicht so weh. Wir können hier auf jeden Fall noch, wenn ihr irgendwo noch mal schnell reinspringen wollt, das geht noch. Aber bitte nicht allzu lange aufhalten. Haben wir das dritte Haus auch gelootet hier? Zwei sind noch dabei. Opa, scheiße. Jetzt wird los. Bombt. Es eigentlich passiert da nichts, aber naja, mir ist doch was passiert. Also. Eigentlich, ne? Ja. Eigentlich. Ich guck mal kurz. Ja, wir sind mittendrin, dann bleibt kurz im Haus. Der Kreis, der dauert noch. Ja. Ihr bleibt im Haus. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Das hoffe ich auch. Bewege mich noch mal ein Stück raus und gucke, ob ich irgendwie Gegner spotten kann. Ich habe das Gefühl, als ob wir hier enormes Loot-Glück haben. Naja, so geil schön, ne? Ist es nicht. Wir haben noch keinen Zoom. Okay, ja, ist also recht. Ich habe noch ein Visier. Rotpunkt oder sowas. Ich habe auch noch eins da. Oh, was ist das denn hier geiles? Der Baum ist hier drin. Ist ja nice. Sobald Bomb durch ist, bewegen wir uns, ne? Okay? Okay. Rucksäcke und so habt ihr alles, ne? Hier ist noch eine ja, AK. Endlich. Hier ist eine AK. Oder sowas, AKM. Braucht einer einen Tactical Stock für die M416? Nope. Danke. Keiner? Nope. Dann werf ich's weg jetzt. Nehme ich lieber die AKM oder nehme ich die. Was ist besser, eine UMP? Ja, UMP. UMP kann halt viel Schuss, ne? Die AKM ist natürlich eigentlich besser. Okay, und bewegen. Oh, ich habe ihn gefunden. Ich sehe ihn. Achtung, hier läuft er. Komm, scheiße, ich komme runter. Sag die Zahl. Er läuft euch zu, 105. Hab ihn getroffen. Er ist bei dem großen Baum. Ich habe ihn nochmal getroffen. Hab ihn. Ja, ausgenockt. War der alleine? Die anderen drei müssen in der Nähe sein. Also Vorsicht, der ist ausgenockt. Böde, du bist am nächsten dran. Ja. Bitte finishen und looten. 105? Dann laufe ich jetzt 105. Simon, doch, ich laufe hin. Lass mich. Okay, dann decke ich dich. Ich werde ihn sehen, ich werde ihn töten. Alles gut. Kannst du nicht abhauen, da kriegt er. Habt ihr da Drinks? Ja. Und warte, Simon, looten und schnell weiter. Nur das Beste rausnehmen. Ja, ich brauche gar nicht den Stress machen. Okay. Wieso waren der allein unterwegs? Das war Mit zwei Scope, geil. Kompensator, Cheekpad, Quickdraw. So viel geiler Shit, wollt ihr das haben? Cheekpad, was? Cheekpad. Du kannst mir 5, 6. Ja, ich. So viel Muni. Wirklich, wirklich ja, viel ich Muni. Ich komme ein bisschen Muni holen. Ich bin gleich da und dann müssen wir uns aber bewegen, Simon. Oh, der bewegt sich. Ich hau jetzt mal hier ab. Oh, los, komm. Wir müssen. Wohin? Gelb. Oh, shit, ich bin geschossen. Scheiße, dumm. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Ey, da laufen welche. Eddie, im Südwesten.
Simon, beweg dich, genau. Ja, wir laufen weiter. Ja, aber es ist halt Eddie und Nils, bitte einmal in unsere Richtung gucken. Wir werden von hinten schon. Vor die Böde fällt. Du siehst es auch, ne? Hab ihn. Nice. Ist er tot oder ausgenockt? Tot. Super. Und weiter. Okay, lauft in die zu Zone, mir. Genau. Ich gebe euch Rückendeckung. Ihr müsst euch nicht nach hinten. Also, ich versuche alles, was ihr nicht seid. Immer versuchen, nah an Bäume lang zu laufen, Simon, ne? Also, klar, ging gerade nicht, aber. Ich renne nur. Ich weiß nicht mal, ob meine Muni, meine Energie ausreicht. Das wird ausreichen. Wie sieht's mit Mats aus? Habe ich. Nice. Soll er jetzt erstmal ausruhen, verheilen? Ah! Nein. Nicht was nimmt man denn als erstes? Ich hab's schon ja vergessen. Verband oder Energy Drink? Energy Drink bei sowas nehmen. Ja, Verband wirklich nur. Simon kann Verband nehmen. Oder ein Erste-Hilfe-Koffer sogar. Ja, erstmal durchkommen. Ich habe einen Koffer, den werde ich gleich benutzen. Da ist einer. Oh Gott. Direkt, der ist direkt auf 255, zwischen 255 und Westen, kommt auf uns zu. Oh Gott, Achtung, ich heil mich. Nee. Achtung, den müssen wir catchen, wenn er kommt. Zwischen 255? Nee, der ist jetzt weiter Richtung 240, zwischen 240 und 255. Ah, dieses dumme Geflasche okay. Von dem Kreis nervt. Braucht jemand 5.56? Einer von euch wollte die doch, oder? Leute, da ist ein Gegner. Ja. Könnt ihr? Ich leg's, alles gut, ich leg's auf den Boden, direkt neben dich. Wie kann ich helfen? Naja, der Typ, der jetzt gleich von hinten kommt, von aus der gleichen Ecke, aus der ihr gekommen seid. Genau, den ziehen wir noch weg. Wir warten jetzt noch. 1,40 geht es zwar, wir müssen uns weiter bewegen, aber den ziehen wir weg, bevor der uns in den Rücken schießt. Simon ist geheilt, ne? Ich hab mich geheilt. Da ist noch einer. Hinten am Horizont seht ihr ihn. Auf direkt auf 255. Ja. Auf der Weg zur Straße ist offen. Ja. Open Field, ich schieße. Oh, oh, ich werde beschossen. Gar nichts. Hinter dem Horizont. Kriegst du was in den Kopf? I don't see anyone. Ich habe ihn nicht sehen, da wo ich hinschieße. Und zwar bei 255. Hinter dem Baum. Seht ihr ihn? Ja. Ah, jetzt sehe ich was. Das ist noch einer, drei Gegner insgesamt. Aber einer ist ausgenockt. Einer ist hinter ihm noch. Einer ist hinter ihm auch beim Baum. Ja. Oh shit, Leute, ich muss. Die müssen sich bewegen. Die sind sie müssen sich bewegen, wir warten aber jetzt. Grenade, hoffentlich trifft's. Nee, nicht getroffen. Da war noch einer, wo die Grenade hochgegangen ist. Sie müssen sich bewegen. Und wir uns leider auch. Oder jetzt kann natürlich sein, dass der, sie jetzt... Der hat gesmoked, oder was ist das von dir, die Smoke? Nee, ist nicht von mir. Wir werden beschossen. Ich sehe sie aber nicht mehr. Weiß irgendeiner von euch? Der bewegt sich auf den Kreis zu, ist Richtung Westen, kommt rechts. Hit, ausgenockt, ist tot, ausgenockt. Okay, gut, Achtung, ich schieß mir nicht in den Kopf, also ich bin voll hier. Gut. Ja. Scheiße, weil ich einfach gar nichts sehe. Wir müssen uns gleich bewegen. Habt ihr Energy Drinks nicht. Oder irgendwas? Ja, ein bisschen, aber nicht. Schmeiß sie rein, sobald der Ding sich bewegt. Okay, wollen wir los jetzt? Ich habe Angst, dass ich jetzt wieder Energie verliere. Ihr drei lauft los, ich sehe ihn. Ich renne. Ihr in rennt. Welche Richtung? Gelb oder was? Oder? Ihr rennt. Ich hab ihn, alles klar. Und weiter, losrennen. Gudi. Gelb? Nee, jetzt straight. Gelb ist okay, lauf Richtung Gelb. Achso, ja, nee, stimmt, gelb ist ja wirklich okay. Haha. Okay, wer Energy hat, gerne Energy reinpfeifen, sodass man schneller wird. Ja, sieht gut aus. Wir sind schneller als der Kreis. Ja, noch. Ja. Wenn der irgendwer, der vor mir kreuzt. Guck mal schon mal auf die Map, dass wir irgendwo unter. Hier können wir hinlaufen. Ich habe mal blau markiert oder so. Okay. Das war ein Stück, aber bringt ja nichts. Ne, ist gut. Also, wir konnten die jetzt zwar nicht looten, aber es war doch in Ordnung. Das war gut. Eins wurde ausgeschaltet. Verdammt gut gerade. Erstaunlich, ne? Ein erstaunlicher Tag. Was ist denn heute? Erst kriegen wir alle mehrere Millionen für unsere Geschäftsideen, und zwar alle. Und dann sind wir auch noch sehr gut. Und wir haben auch noch zwei Elite gewonnen, Simon. Volle Health. Also sind schon einige Leute besser heute. Und wir haben ja um die ganze Investitionskohle gespielt. Also insofern gehört uns jetzt alles. Die ganze Zeit geduckt gerannt, ey. Geduckt. Oh, da sind Häuser. Tür ist zu. Ja, aber der Kreis frisst diese Häuser. Wir bewegen uns weiter. Was nicht heißt, dass da nicht Leute rausballern können. Hey, Ego-Perspektive finde ich geiler. Echt? Ja, finde ich intensiver irgendwie. Ja, ich mag das auch. Man kann auch nicht so komisch mit der Third Person bescheißen. Ja, das finde ich. Und außerdem diese Kameraprobleme, die du manchmal hast, wenn du irgendwie da eng am Fenster stehst und so, das ist irgendwie.
Eddie rennt geduckt in-game wie real life. Ist gemein, aber auch lustig. Aber auch wahr. Nein. Lass dir das nicht einreden. Okay. Bei den Sorgen, die du zu buckeln hast, Ede, da wäre ich auch so. Okay. So, einmal kurz sammeln. Also ihr bleibt da. Ich glaube, Böde hinterher. Ich bin im Kreis, wir gucken uns das nächste Ziel aus. So, wir wandern hier hin. Gelb, bitte. Obwohl, lass uns über Gelb zu Blau gehen, bitte. Also erst Gelb. Ich liege im Gras und er läuft einfach Turnschuhe neben meinem Kopf. Ja, stopp, kurz, hat sich verändert. Dann doch. Doch direkt zu, sorry, Grün-Blau. Das lohnt sich nicht für uns. Die meisten werden aus dem Süden kommen, von uns aus gesehen. Also Rorschach, wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen. Und Skull, klar. Es sind irgendwie weniger Fahrzeuge, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe auch scheiße gedroppt für Fahrzeuge. Also, ne, wir laufen gerade relativ offen. Also, Eddie, du und ich, wir laufen relativ offen da unten lang. Müssen aufpassen, ne? Wegen Scopes und so. Also willst du jetzt eigentlich noch zu Gelb? Nee, ne? Nee, nicht mehr Gelb. Gelb ist raus. Muss ich noch wegnehmen. Aber jetzt müssen wir aufpassen, bitte. Einmal kurz. Simon, du versteck dich bitte nicht so ganz offen reinrennen da bei... soll ich mir Gegner sein? Ja, okay. Soll ich mir rechts ist ein Baum. Halte ich rechts am Baum. Ja. Soll ich am Baum warten? Ja. Also irgendwer von uns ein Scope? Nee. Ich habe einen Scope. Dann blickst du mal kurz. Türen sind zu. Ich bin schon da. Okay. Es sieht tatsächlich friedlich aus. Eddie und Simon rechts, Nils und ich gehen von links rein. Eddie und Simon, bitte rechts auf den Hang achten, nicht, dass auf der anderen Seite geballert wird. Was meinst du mit rechts? Also welcher rechts Hang, wo wir hergekommen sind, der Hang? Nee, südlich Hang, also rechts südlicher von uns. Südlicher Hang, okay, ja, okay. Ja. Sehe ich. Und immer wieder vergewissern, dass euer Automodus, Feuermodus anders ist. Okay, Tür ist auf hier bei mir. Vorsicht, Simon, Vorsicht, Tür war auf. Ich bin hoch, oh, okay. Ja. Deswegen einfach nur vorsichtig sein. Duckel. Keiner hier. Es kann auch immer eine Falle sein. Oh, nice. Und hier bitte einmal die Türen hinter euch zu machen. Sehr dumm, Simon. Ich hatte deine Mundi, die du mir gegeben hattest, einfach liegen lassen. Na, ich hab's mir schon noch gedacht, ob ich dich erinnere. Ich wollte ja, nur nicht jetzt wie so eine Mutter. Ja, manchmal ist das gar nicht so schlecht. Ich hab, jetzt hast du deine Munition. Benzin. Da. Guck mal, hier steht was. Kral, Benem, Sie, Mi. Ich kann das nicht lesen. Okay. Ihr habt auch nicht alle volle Energie, ne? Just okay. Ja, ich bräuchte das ist alles gut noch. Ich habe leider keinen Red Bull. Ist da nichts mehr da oben? Doch, irgendeine Komponente. Ich habe mich nicht getraut, die zu holen, weil man da so exponiert ist. Okay, von uns hat keiner einen Snipe oder sowas, ne? Einmal kurz. Habt ihr noch 5-5-6er Muni zufällig, die ihr nicht braucht? Weiß ich nicht. Okay. Bitte hier in diese Garage kommen, Simon. Also, wenn du gar keine mehr hast, gebe ich dir, aber du hast ja auch noch über 90. Einmal nach oben, bitte einmal kurz Loot checken. Ob wir hier noch irgendwas haben, ja, was für uns relevant ist? Laut Chat kann Nils meine Waffe aufrüsten. Du hast wohl irgendwas für mich. Ich habe ein Schnellwechselmagazin für die SR. Was ist das? Moment, was habe ich denn? Das ist das SKS, habe ich. Ich schmeiß das hier mal runter, weil bei mir bringt es eh nichts. Das ist der SKS? Ja. Alter, hier, ich habe was für dich. Ja, her damit. Magazin. Schnell, also erwartetes Schnellwechselmagazin habe ich für dich. Nehme ich. Alles geil. Wo ist denn meine ganzen Achso, Schrot habe ich noch, die schmeiße ich weg. Nehme ich alles. Wenn jemand will. Wie kann man einzelne Sachen geben? Steuerung gedrückt halten und dann rausziehen. Also Drag and Drop, yeah. Und dann die ich hab Anzahl. Ich Verbands Erste-Hilfe-Koffer gedroppt. Soll den keiner. Gut, den nehme ich. Okay. Ich brauche gerne. Ja, ja, hat einer einen Scope oder 556er Muni? Nope, leider ich nicht. Ich habe für dich Holographic Sight und Red Dot Sight. Also wie gesagt, ich habe 556, aber ich habe nicht viel mehr als du. Von daher macht das Simon, du bist unser Sniper mit der SKS, ne? Du hast auch das ist die Sniper. Ja, die ist auf Entfernung ziemlich gut. Also ja, aber ich habe kein richtiges Scope. So, wir warten, wir ziehen gleich mit dem Kreis nach. Nils, check du bitte so ein bisschen den Weg, wo wir herkommen. Sprich, check bitte Westen und Norden so ein bisschen ab. Ich gebe ein bisschen Muni ab. Wir gehen zu Gelb, also das heißt, wir zirkeln. Ich gebe Punkt 4-5 ab. Oh. Ich habe noch Smoke und Loot Crate nicht weit von uns. Also gib mal eine Himmelsrichtung bitte. SE.
Südosten. Südosten. Ja, aber zu gefährlich. Zu gefährlich. Wir gehen zu Gelb, wir pummeln zu Gelb weiter. Und zwar, seid ihr alle ready oder was? Ja, immer, Mann. Okay. Ist ein offener Weg, aber wir machen es trotzdem. Nils und ich achten ein bisschen auf Nordwesten. Das, da, wo wir herkommen, mehr oder weniger. Und Simon und Ellie, ihr kümmert euch um die andere Seite. Entschuldigung, ihr seid so, seid ihr gesprungen? Ich wollte jetzt nicht springen. Ich laufe runter. Alles gut. Ich finde die Treppe nicht, da habe ich sie. Ellie und Simon Südwesten, Nils und ich Nordosten. Was, Simon schmeißt die ACP weg? Nein, das ist mein Schwanz und das ist mein Gewehr. Das eine zum Schießen, das andere zum Verkehr. Das andere zu schwer. Nee, ich werf doch meine, diese geile Waffe nicht weg. Vorsicht da oben, einfach weiter in unserer Laufrichtung. Da könnten Leute sein, vorsichtig, weil hier ist alles weggelootet, das heißt, irgendwer war hier schon. Ist nur die Frage, ob die schon weiter Richtung Rostock weitergerannt sind oder nicht. Okay. Eddie und Nielsen, gut. Simon, hinterher, bitte. Bin dabei. Nice. So, jetzt wirklich vorsichtig, bitte. Eddie, waren die Türen alle zu hier? Ja. Gut. Ist noch irgendwie guter Loot dabei oder ist alles schon Dreck. Weg? Ist nur Dreck? Das sind nur ein paar Red Bull-Dosen. Wie, jetzt ernsthaft? Ja. Nee, dann war hier aber keiner. Red Bull lässt niemand liegen. Nein, Mann, Alter, wichtig, ey. Das ja, ist, Energy lässt keiner liegen. Energy? Aber warum lässt ihr die liegen? Hier ist auch noch eine Polizeiweste Stufe 2. Brauche ich nicht. Brauche ich irgendwer? Hab ich schon. Polizeiweste 2, was habe ich denn? Ich habe 1, ja, 2 würde ich nehmen. Bei mir im Haus oben, erste Etage. Was habe ich hier noch? Vector, bei dir im Haus, erste Etage. Kontakt, ich sehe einen, der hat uns im Visier, Osten, 105, oben auf dem... Der hat auf mich geschossen. Oh, ich bin tot, ich bin da. 105? Was? Wo? Ich komme, aber... Warte, du musst guck auf die Map, wir müssen den erst finishen. Ich sehe ihn. Der muss sich bewegen. Ich renne zu Ede. Ah, okay. Ja, sauber. Ich renn, sonst schaffen wir es nicht. Ja, ich sehe ihn. Er ist ich werde beschossen. Könnt ihr bitte irgendwie versuchen, mir zu helfen? Ich markiere ihn. Hier. Blau, guck auf die Map. Blau, da sind zwei. Shit, bin ich auch noch beschossen. Auf dem Hügel. Scheiße. Ich versuche, um den Hügel rumzulaufen zu dir, Ede. Soll ich kommen? Ich meine, wenn ich jetzt runterlaufe... Ja, Schimpfstein. Da ist einer. Okay, ich hau was. Ey, bitte könnt ihr überschießen, bitte schnell. Ihr müsst mir helfen. Ich lauf auf den Hügel rauf. Ihr hättet schießen müssen auf die. Ja, das ist... Naja, wenn man sie nicht sieht, kann man auch nicht schießen. Ich hab sie markiert, da müsste einfach Deckungsfeuer geben. Ja, ich hab's halt nicht gecheckt. Ja, ich bin hier auch direkt vor denen. Wir müssen einfach schneller reagieren. Jo. Das war nichts. Nils, zurück. Nils. Ja, die sind jetzt hier, wenn ich zurücklaufe. Na, egal, ich komm zu dir. Gib mir Deckung, bitte. Ich bin bei dir. Aber die müssen in unsere Richtung auf. Wir bleiben jetzt hier, sie wissen's. Wir bleiben hier hinter dem Truck bleiben wir. Shit. 1:19, die werden sich auch gleich bewegen. Die werden vielleicht zu den Lootboxes gehen, also... Bleiben wir hier. Ich decke Richtung Nordosten und die andere Richtung. Okay? Ich glaube nicht, dass die zu den Lootboxen gehen. Die müssen aus dem Kreis, in den Kreis rein. Shit, wir müssen auch in den Kreis. Ich habe nicht mehr so viel. Alter, okay, wir müssen uns bewegen. Na komm, dann let's go. Setz die Marker und dann laufen wir. Ja, einfach südliches Runterrennen Richtung Rostock. Und versuch einigermaßen. Zu strafen auch. Scheiße. Ja, das war mein Fehler, sorry. Ich hätte da nicht lang rennen sollen. Aber es war so still alles. Ich habe gedacht, da ist niemand weit und breit. Das ist das Baller Nils, ja, ne? Ja. Gefährliche Stelle für uns. Da lag gerade einer. Da ist einer, siehst du ihn? Ja, da, links. Und rechts auch. Da, wo du hinschießt, aber rechts ist auch einer. Links. Oh Mann. Oh, geil, ich habe ihn ausgenockt. Ja, reicht doch. Der links, genau, am Baum. Am Baum, Nils, siehst du ihn? Ja, aber ich habe kein Visier. Ja, da war ein Treffer. Noch ein Treffer. Nice! Ja, nice, ich habe ihn. Okay. Und weiter rennen, Nils. Oben links ist noch einer, oder? Nee. Zwei weg, die sind tot. Okay, geil. Geiler Typ. Oh, die Scheißbrücke, das wird ganz bitter, Nils. Das wird ganz bitter jetzt. Wir gehen ins Wasser. Ja, müssen wir. Ey, der Kreis frisst euch gleich. Wir müssen ins Wasser kommen, aber wir werden vielleicht jetzt einfach weggesnappt.
Werden aber weggesnackt. Wenn wir tauchen, erwischen die uns nicht. Na, oder? Können sie auch einfach warten, bis wir auftauchen. Aber die sehen nicht. Aber schaffen das. Einfach ins Wasser rein, dann sind wir auch in der Safe Zone. Das ist gut. Hammer! Okay, sie schießen auf mich. Ja. Ins Wasser springen. Versuch's noch ins Wasser zu schaffen. Alten. Oh, wie tauche ich, wie tauche ich? Shift gedrückt hat. Nee, C. Genau, C. Genau. Ja, die sehen uns, ist egal. Wir sind. Oh, Alter, fuck, ist das anstrengend. Hier links, genau am Rand an der Brücke, Nils. Mhm. Am blauen Kreis, links, genau. Da orientieren wir uns, da haben wir ein bisschen Schutz. Wir müssen gleich direkt hinter den Hügel. Gerade kam auch ein Schuss auf dich, glaube ich, ne? Runter, runter! Oh. Ich muss mich auf jeden Fall heilen, schnell. Ein gesichtiges Arschloch. Ach, scheiße, kommen wir hier nicht hoch, oder was? Doch, müssen wir. Komm schon. Oh nein, hier kommen wir nicht hoch, Nils. Ich muss mich trotzdem einmal ganz kurz hier heilen. Oh, komm schon. Hier kommen wir doch bestimmt hoch. Alter, das ist lächerlich. Nee, es geht halt einfach nicht. Oh Gott, sie können es einfach wegfrühstücken. Ja, es ist lächerlich. Wir müssen uns bewegen, sonst sterben wir eh gleich. Das gibt's nicht. Ey, das ist doch doof! Ah! 30 Sekunden und dann müssen wir unten sein. 10 nur noch am Leben. Hey. Ach, komm schon. Oh, Grenade. Okay, die warten einfach auf uns, die Fucker. Mir doch egal. Ja, warten jetzt Sie auf machen, wen? Leute. Das ist die letzte Session. Ihr müsst es jetzt machen. Yes. Er wartet auf hast wen? Du, hast du auf Drinks oder sowas? Ja, alles reinschmeißen, ja. Was du an Drinks hast. Kommen wir hier hoch? Das ist lächerlich, dass wir hier nicht hochkommen. Ja. Das ist voll gemein. Hm? Ich bin hochgekommen, komm. Ach echt? Ja, komm, schaffst du auch. Einfach durchspringen oder was? Ja, nee, da ist ein Weg, den kannst du hochlaufen, komm. Ich komme hier nicht hoch. Guck mal. Da, doch, du kommst hoch, du bist doch hoch. Klar, alles klar, jetzt einfach weiter. Rechts gucken, Nils. Ah ja. Ah, das war schon gut, Leute. Wir sind 7, 6 noch am Leben. Ihr schafft es. Jetzt wird Chicken Dinner geholt. Wie ich hier einfach laufe. Oh, ihr müsst weg. Oh, ich muss in den Kreis rein. Geht das in das Ding rein, in die Scheune rein. Da sind Typen bestimmt. Pro, komm zusammen. Ich will die wegfraggen. Gut, ich muss mich einmal heilen. Ja, mache ich auch. Deckst. Ah, scheiße. Das ja, egal, mach du zuerst. Ich deck dich. Okay. Sag, wenn du ready bist. 2 Sekunden. Okay, jetzt. Ich habe einfach alles gefressen. Oh, einer ist weg. Nur noch 4 übrig, Leute. 3 übrig. Kommt, Jungs. Macht das. Mann, sind wir gut. Ganz ruhig, Nils. Ihr müsst aber gleich wieder in den Kreis, ne? Ja. Ja. Jetzt nichts riskieren, Leute. Macht's lieber jetzt, weil dann habt ihr noch Zeit. Sonst nee, oben gegenüber vom Haus ist einer. Ja. Oh, shit. Gerade gesehen, Nils. Wo? Ja! Ich habe ihn auf jeden Fall in den Kopf geschossen. Der Budi hat ihn rechts, voll. Ist rechts, der schon, ja. Schon gedamaged? Der ist ja, auf jeden Fall gedamaged. Alter! Wo? Durch die Wandkassette, rechtes Fenster ist er jetzt. Ganz rechts. Geh unters Fenster. Nils, ein bisschen mehr Deckung, bitte. Einen kassiert. Ey, riskiert nicht zu viel. Da ist er wieder, oder? Ist er das nicht, Budi? Da ist er, ja. Nein, oh! Alter. Okay, hat mich Nils. Krieg weg. Kommst du rüber, bitte? Ja. Boah, willst du nicht wieder hinten rumrennen? Ja. Du musst mich jetzt holen. Einmal schnell retten und dann haben wir noch 10 Sekunden. Dann müssen wir rennen. Er genauso, aber. Alter, es geht nicht. So. Und wir laufen hinten raus, auch wenn es gefährlich ist wegen dem blauen Kreis. Wir laufen gleich hinten raus. Er muss dann. Ah, scheiße! Ja, war klar! Ah! Kacke! Das waren, wie viel waren das? Einer? Drei. Das war ein Chicken Dinner, glaube ich, gewesen. Das waren mehr. Die letzten. Waren drei am Leben noch. Dumm. Nils, du hättest zwei fressen sollen, ey. Ich hab, auf jeden Fall, da war nicht mehr viel. Shitten Arsch, Kacke. Und wir hatten es schon. Shitten Dinner ist das, ey. Ey, das Schlimme ist, ich hab das beim ersten und zweiten Mal drücken, hat der das nicht aktiviert. Mhm. Und wenn das beim ersten Mal aktiviert hätte, das war eine Sekunde, die gefehlt hat. Ich hätte sofort wieder zum Eingang gezielt, du auch. Vielleicht hätten wir ihn erwischt. Hätte, wenn und aber. Scheiße. Hätte. Wenn und aber. Das Ergebnis hätte sie vielleicht diese Woche. Vielleicht. Mal gucken, was dann nächste Woche da ist. Es gibt viele lustige Spiele. Fortnite zum Beispiel wurde hier angesprochen. Und ich habe ein lustiges Isometric Survival-Zombie-Ding gesehen. Ich habe den Namen leider vergessen. Wurde im Forum vorgeschlagen. Leider den Namen gerade nicht auf dem Schirm. Nicht so schlimm, oder? Das war knapp. Einmal Vierter geworden, einmal Dritter geworden. Boah, ich glaube, das waren die letzten Gegner.
Das waren, glaube ich, nur noch, wenn ihr die gefragt hättet, wäre es. Nee, wir sind Dritter, das heißt, es sind mindestens noch zwei, also das steht ja da, es sind noch drei aber im wieso? Leben, also zwei doch, Squads noch. Ja, ihr aber ihr wart doch auch zwei Leute. Ist das dann nicht, ja, heißt das nicht, dass nur noch einer noch ein Squad? Ich weiß es nicht. Das war fucking es war auf jeden Fall geil. Es war geil. Schlecht, gut eigentlich. Mhm. Hast du sehr schön angesagt, Budi. War sehr danke, schönes, ja. Commander-mäßiges Führen. Sehr schönes Leaden. Ja, sehr gut. Sehr ja, gut. Ihr lieben Leaden. Das war mal wieder ganz. Das war wieder mal eine lustige Runde Pupkes. Hat Spaß gemacht. Wir haben ja. Echt gar nicht, wir waren gar nicht so schlecht. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war der Beanstalk für heute. Ja. Wenn ihr übrigens mal Ideen habt, was wir so zocken sollen, ja, irgendwas Geiles, Innovatives, was man noch nie bei Pizza mit Gronkh oder irgendwo anders gesehen hat, dann schickt das doch einfach mal mit dem Hashtag Beanstalk und was noch? Ein zweites Hashtag. Noch ein zweites? Nein. Was wir schon mal sagen können, Freitag spielen wir Getting Over It. Das ist jetzt gerade der heiße Scheiß. Ja, okay. Das soll ganz lustig sein. Ist aber, wird nicht nur unsere Freundschaft beenden, sondern einfach jedwede soziale. Ach, da ist auch nicht mehr viel zu beenden. Nee, das ist alles nur noch verdörrter Boden. Verdörrter Boden. Da hat die Dreifelderwirtschaft der letzten Jahre nichts gebracht. Das ist einfach tot. Giftiger Boden. Ja. Okay, das war's. Habt einen guten Abend. Das war schön mit euch. Wir sind raus. Wie Klaus. Tschüss, Herr Müller. Tschüss.